reinkommt. Also hier sehe ich noch kein nichts. Jetzt müsste was kommen. 15 Sekunden ungefähr zu. Das eben aus dem Fenster zum Stream. Sascha? Ja, wir sind schon online. Ich sehe noch das alte. Hey, ja, also ich sehe mich. Ja, aber ich sehe Sonnenblumen. Ja, aber bitte sag mal gerade nichts, ne? Jetzt geht's los. Ja, hallo zusammen. Sagt mir mal bitte, ob ihr mich einigermaßen verständlich hören könnt. Schreibt's mal in den Chat rein. Wir haben ja noch 3 Minuten bis 7, also. Tonbild top, ja, vielen Dank. Und schon 192 Zuschauer. Ja, hallo zusammen. Freut mich total, dass ihr hier bei meinem ersten eigenen Livestream dabei seid. Wenn irgendwas nicht stimmt, ich kann hier an der Seite den Chat mitlesen. Wenn der Ton nicht in Ordnung ist, dann schreibt das bitte. Und wir haben noch einen Gast hier und wir haben eigentlich versucht, den noch als Livestream mit in das Bild reinzukriegen. Geht aber, das ging jetzt kurzfristig dann doch nicht, deshalb übers Telefon, und zwar der Linus. Den kennen einige von euch ja vielleicht von seinem Blog oder von Instagram, vom Gartenleben. Linus ist Market Gardener, hat eine kleine Gemüsegärtnerei, schreibt Bücher und macht ganz viele spannende Sachen. Und ja, Linus, du kannst jetzt mal Hallo sagen und ihr sagt mir dann, ob ihr den Linus hört. Ja, hallo. Ich bin ganz gespannt, dabei zu sein, und ich bin vor allen Dingen auch ganz gespannt, wie das hier alles funktioniert. Aufregend. Herzlich willkommen an alle Zuschauer, genau. Und ich freue mich auf unser Gespräch heute Abend. Super, und die ersten Fragen natürlich schon nach Marcel, aber könnt ihr euch denken, in der Gartenoase ist kein richtiges Internet und wir können in so einem kleinen Raum jetzt hier nicht zu zweit sitzen. Das geht halt im Moment nicht, aber wenn das Ganze wieder entspannter ist, werden wir auch sicherlich mal irgendwie schaffen, in die Gartenoase durch so ein, wie heißen die Dinger, so ein Cube da mit Internet, da einen gescheiten Livestream hinzukriegen. Aber da seht das jetzt mal so ein bisschen als Testlauf. Und genau. So, Linus, worüber wollen wir denn heute sprechen? Ich hatte ja so ein bisschen angekündigt auf einigen Plattformen. Ich habe sogar einen Rechtschreibfehler drin. Mirko Greens oder sowas statt Microgreens. Ja, darum geht es heute. Von zu Hause aus Gärtnern, ein bisschen Voranzucht. Linus hat ja auch eine Gärtnerei, der fängt bald vielleicht auch schon mit der Voranzucht an, hat einige tolle Tipps da sicherlich. Und ja, dann können wir einfach mal in den 2 Stunden, wenn ihr Fragen habt, dann versuchen, darauf einzugehen. Und ja, vielen Dank an Felix für seine Spende. Klar sehe ich das, aber es ist alles ein bisschen verzögert hier. Linus, wie kamst du eigentlich dazu, überhaupt mit den Microgreens und Keimsprossen anzufangen? Also ich habe mit Sprossen und so weiter angefangen, wie die meisten wahrscheinlich, weil wenn man sich mit Ernährung generell so beschäftigt, mit gesunder Ernährung, vielleicht dann auch nochmal hier irgendwie in die Rohkostszene reinguckt oder so. Also das Thema Sprossengläser, das ist ja eigentlich, wird man damit halt recht schnell so konfrontiert. Probiert das dann mal aus. Kresse kennt jeder, aber auch so einfache Sprossen
Possensachen im Glas, die habe ich schnell ausprobiert. Das war dann so mein Experimentieren zu Hause. Rohkostbrote mit Sprossen und so habe ich gemacht. Für mich wurde das dann nochmal ganz neu, eigentlich erst über die Gärtnereiarbeit, weil ich da dann bei den ganzen Recherchieren zum Thema Market Gardening und so plötzlich gemerkt habe, also herausgefunden habe, eigentlich bei den Amis, dass es sowas gibt, das heißt Microgreens. Und das soll ein tolles Superfood sein. Die Amis wären darauf verrückt, das würden das in Salaten essen oder also generell einfach ganz vielfältig in der Küche einsetzen. Also das, was wir hier in Deutschland, was wir schon in Deutschland in den 70ern praktisch gemacht haben, da war es auch mal ein Trend. Ja, ich habe dann gemerkt, es ist gar nichts Besonderes. Es war jetzt hier nur nie ein großes Thema. Und ganz einfach, Kresse ist ein Microgreen. Also ich habe jetzt nochmal gehört, eigentlich kann man dazu Sprossengrün sagen, was ganz einfach heißt, dass man das, was man ansonsten an Sprossen aus dem Sprossenglas holen würde, einfach länger kultiviert, so auf dem Substrat, und zwar dann halt so lange, bis es die ersten Blätter bekommt. Insofern nichts Besonderes, nichts ganz Abgefahrenes, aber trotzdem sehr spannend, sich damit zu beschäftigen, weil es ist nochmal echt eine ganz andere Sache als Sprossen aus dem Sprossenglas. Genau, also für mich ganz wichtig sind Sojakeime, wenn ich Frühlingsrollen selber mache, vielleicht gibt es auch mal ein Video zu, falls euch das interessiert. Also Frühlingsrollen selber machen ist eine super Sache. Da macht man dann auch nicht so 5 Stück, da macht man dann direkt 40 oder 50, so einen ganzen Berg voll. Dafür sind selbstgemachte Sojakeime eine super Sache, weil ab und zu kriegt man so vielleicht beim Edeka oder so, keine Ahnung, und dann ist das natürlich auch wieder in Plastik drin. Und so hat man hier so ein Sprossenglas oder ein Sprossenturm, und das ist wirklich wesentlich einfacher, als ich gedacht habe, weil ich habe das ja jetzt auch erst seit 3-4 Wochen, habe schon 4-mal geerntet, also Sojakeime, jedes Mal so ein Berg, und geschmacklich wirklich top, muss ich sagen. Und ja gut, Microgreens, Kresse halt, ne? Was ich jetzt gemacht habe, wir haben hier nämlich 2 Kameras hier und können da hin und her schalten. Ich habe eben mal vor einer Stunde, ich hoffe, das reicht, so bunte Radieschen-Samen eingeweicht und würde das jetzt mit dir gerne mal nach deiner Anleitung hier auf dieses Kresseglas drauf machen. Mhm. Linus, was muss ich da jetzt beachten? Machen. Es gibt 2 Methoden, was man mit dem Saatgut erstmal anfangen sollte, und dann gibt es 2 Methoden, wie man das, so ich sag mal, aussehen kann. Man kann das einweichen. Es macht vor allen Dingen Sinn bei großen Samen, also bei Erbsen, bei Sonnenblumen, bei Kichererbsen und solchen Sachen. Man muss es bei kleineren Saatgut nicht unbedingt zwingend machen. Dann ist es aber noch wichtiger, dass es in der Anfangszeit feucht gehalten wird. Also dass man es dann regelmäßig mit einem Zerstäuber oder einer Ballbrause wirklich zuverlässig feucht hält, damit die Keimung gut hinhaut. Der Vorteil beim Einweichen ist halt, dass es am Anfang einfach schon mal sicher. Der Nachteil aber ist, wenn ich es einweiche, dann habe ich halt so eine Pampe. Ja. Und die muss ich so ausstreichen. Das kann man mit einem Teigschaber machen, kann man mit den Fingern machen, das klebt aber ganz schön. Es gibt auch Saatgut, das bildet so einen richtigen Schleim oder so ein Gel. Ja, genau, wie Chiasamen oder Kresse. Leinsamen und so. Auch bei Kresse, genau. Dafür ist auch dann eigentlich so ein Kresse-Sieb besonders gut geeignet. Das ist jetzt das, was ich sagte, das sind wiederum 2 Möglichkeiten. Kresse-Sieb ist eine sehr komfortable Möglichkeit. Und das andere ist einfach zum Beispiel auf einer flachen Erdschicht auszusehen. Ja. Beziehungsweise die eingeweichten Samen da so auszustreichen. Aber Kresse-Sieb ist super, weil da verschwende ich am Ende auch kein Substrat. Das nutze ich ja sowieso nur so für eine Woche oder für 12 Tage. Sondern die Pflanzen, der Vorteil von dem Sieb ist eben, die Pflanzen sind noch nicht zu nass, also die gammeln nicht. Und die wurzeln einfach durch das Sieb durch und kriegen so Halt. Also was machst du damit jetzt? Das war ja deine Frage. Ja gut, warte, wir gucken uns das jetzt einfach mal an. Wir gehen jetzt nochmal auf das Bild. Ich weiß nicht, es kann sein, dass du es ein bisschen verzögert siehst. Ich sehe es noch nicht. Aber es müsste da sein. Du siehst ja, wir haben ja hier diese weiße Schale und da drin ist so ein kleines Sieb. So. Da kommt jetzt auch nichts drunter, Erde oder so.
Ich nehme jetzt diese eingeweichten, hier in diesem Schnapsglas, diese eingeweichten, ja, Radieschen. Schütt erstmal das Wasser ab, hier in den Knoblauch rein. So, und dann kommt das einfach da drüber. Und wenn da noch Wasser drin ist, ist auch egal, warte mal. Das kannst du unten abkippen. So, und ich streiche das du jetzt. Du musst halt vorsichtig, bei dem Sieb musst du vorsichtig sein beim Ausstreichen, dass du halt nicht so viel Druck ausübst, weil die gerade die eingeweichten Samen dann natürlich beschädigt werden können. So, ansonsten war das dann schon fast. Wichtig ist halt, dass es jetzt nicht, dass möglichst nicht, dass in zwei, drei Schichten übereinander liegt. Auch dann gammelt es halt wieder leicht. Also wie bei mir jetzt. Ich habe wahrscheinlich zu viel. Ich habe jetzt hier. Das kann schon so eine geschlossene Deckel an Samen sein, aber halt möglichst, ja, möglichst nicht schichten. Ist ja auch nachvollziehbar, dann kann auch gar nicht alles wirklich gut austreiben. Also im Zweifel lieber ein bisschen weniger. So, ich würde mal sagen, das sieht ganz okay aus. Außerhalb von einem Livestream würde man sich da wahrscheinlich viel mehr Mühe geben. Aber im Großen und Ganzen sieht das doch ganz vernünftig aus. Oder was würdest du sagen? Sieht doch okay aus, oder? Ja, sieht prima aus. Super. Ja. Wie geht es weiter damit? Ne? Genau, erzähl mal. Erzähl mal. Also, man kennt ja so die Unterscheidung Lichtkeimer, Dunkelkeimer. Mhm. Aus meiner Erfahrung heraus tatsächlich ist die Unterscheidung gar nicht so ganz so randscharf zu trennen. Die meisten Saaten keimen mit Licht oder ohne Licht, mal mehr, mal besser. Es gibt wenige Sachen, die da ganz klar sind, zum Beispiel Sellerie, die brauchen Licht zum Keimen. Ich finde, es ist hilfreich, bei allem außer bei Kresse, da bringt es nicht viel, bei jedem Saatgut erstmal abzudecken, bis es gekeimt ist. Mhm. Und hat den Effekt einfach, dass es in der Regel die meisten Samen dadurch besser keimen und die Feuchtigkeit bleibt noch besser drin, also es trocknet nicht ganz so leicht aus. Irgendwas drüber legen. Vielleicht nicht unbedingt Karton oder nicht unbedingt ein Geschirrtuch, weil das zieht die Feuchtigkeit raus. Wenn man hat eine Schale in derselben Größe oder Plastik oder das ist eigentlich egal. Also irgendwas. Irgendwie abdunkeln. Ja. Super. Genau. Gut, ja, vielleicht nochmal zeigen, was habe ich noch hier. Ich hatte ja vor 3-4 Wochen ein Video, wo ich angefangen habe hier zu gärtnern. Das ist inzwischen aus meinem Knoblauch geworden. Ja, können vielleicht ein bisschen Wasser vertragen, aber ganz in Ordnung. Normalerweise, das muss ich dazu sagen, wird hier in den Räumen, das ist ein Überwinterungszimmer. Da hatten wir früher Zitronenbaum und solche Sachen drin, also konstant so 11 Grad. Was für die Überwinterung super ist und normalerweise ist hier auch nicht die Heizung an. Wäre die an gewesen, wäre das jetzt wahrscheinlich schon doppelt so hoch, genau wie die Zwiebeln. Die sehen inzwischen so aus und ja, klar, die könnten schon weiter sein, hätte ich die jetzt in die Wohnung reingestellt. Also vielleicht mal, genau so sehen die aus, aber im Großen und Ganzen bin ich da eigentlich mit zufrieden. Könnte man jetzt schon mal vorsichtig die Spitzen abschneiden. Einfach so ein bisschen in Salat oder ein Omelett oder was auch immer ihr gerne esst. Und dann habt ihr ein bisschen frische eigene Ernte. Was ich hier auch habe. Alex, kannst du ein bisschen mit der Kamera mal nach hier? Das ist meine Buschtomate. Die blüht schon fleißig. Und da muss man halt immer dran, weil jetzt im Moment hier keine Bienen drin sind, wäre ja noch schöner, Bienen in der Wohnung, einfach mal so dran schütteln, dass die Blüten sich selber bestäuben. Aber so wichtig sind mir Früchte dieses Jahr jetzt auch nicht daran. Es geht einfach nur darum, eine Pflanze aus dem letzten Jahr über den Winter zu kriegen. Und wenn man jetzt an den Fingern riecht, das ist der Geruch, den man so aus dem Sommer vermisst. Frisches Tomatenlaub. Magst du das auch gerne, Linus, der Geruch von Tomaten nach dem Ausgeizen? Ja, vor allen Dingen mag ich dann die grünen Finger oder die grün-schwarzen Finger, die man dann hat. Ja, das kann fies sein. So. Schauen wir mal, ob es ein paar Fragen gab. Das geht hier so schnell vorbei, das sehe ich gar nicht mal so schnell.
Ich kann vielleicht eine Sache ganz kurz sagen, Sascha, Ja, weil du gerade bitte. Temperaturen angesprochen hast. Ja. Temperaturen für Microgreens sind jetzt erstmal jetzt gar nicht so der relevante Faktor wie bei Jungpflanzen, also so Verhältnis Licht, Temperatur und so. Aber wir wollen ja Microgreens eigentlich recht schnell anbauen. Wir wollen ja nicht allzu lange drauf warten. Und man kann das beschleunigen. Die müssen ja nicht stabil wurzeln oder kompakte Pflänzchen geben oder so. Ich habe zum Beispiel jetzt viele Microgreen-Sorten auf einer Steinfensterbank gehabt im Keller. Ganz, ganz viel Licht, aber Temperaturen so auch nur 16 Grad und der Stein war sehr kalt. Und die Okay. brauchen gerade ewig, um sich zu entwickeln. Wenn man die auf einer, aber da ist keine Heizung drunter, hat, ist eine Heizung drunter, also ruhig richtig warm stellen. Also die können gerne richtig warm, damit die kräftig austreiben und viel Grünmasse bilden. Und im Grunde wollen wir da genau das haben, was wir bei Jungpflanzen nicht haben wollen. Nicht, dass die schnell in die Höhe gehen, Dass die schnell die vergrünen. ersten Blätter bilden und ja, und ruhig lange Stiele. Ja, das heißt, die können gerne warm sein und dabei auch gerne weniger Licht. Also die müssen nicht so hell sein. Wichtig ist eher, dass sie so richtig mollig warm haben. Beim Und Keimen vielleicht aufpassen, nicht alle keimen bei hohen Temperaturen, aber wenn sie dann gekeimt sind, gerne warm stellen, dann hat man sie einfach einige Tage schneller zum Ernten. guter Tipp. Und man konnte jetzt auch ein paar von deinen Fotos sehen, die du eben geschickt hattest. Du hattest ja den Vorschlag gemacht, Sascha, ihr habt ja über 60 Keimsaaten im Shop. Schick mal vorbei und du wolltest sie alle mal ausprobieren. Und du bist schon fleißig dran. Und was sich da so tut, das sieht man zum Beispiel hier beim Linus auf Linus seinem, auf Linus Instagram. Kanal vom Gartenleben. Schaut da unbedingt mal rein. Ganz, ganz spannende Projekte. Und du machst jetzt auch mit einem Kollegen zusammen. Ihr macht Beratungen für Leute, die Gärtnereien gründen wollen. So Market Gardening, so Coachings, ne? Genau. Also wir haben einfach, also, beziehungsweise ich bin ja auch noch relativ neu in dem Business. Und ich habe am Anfang gemerkt, wie schwer das noch ist, weil das halt wirklich recht neu ist, wie schwer das ist, da an Informationen zu kommen, und wie viele Unsicherheiten es da gibt. Und dafür suchen wir halt gerade in dieser ganzen Gründungsphase zu beraten. Also das meiste sind Quereinsteiger, die Lust darauf haben, kleine Gemüsegärtnereien zu gründen und davon dann gut leben zu können. Und da beraten wir halt vor allen Dingen so in der, ja, also Gründungsphase und wollen Unsicherheiten nehmen und wollen eben zeigen, was ist notwendig am Anfang, damit man das auf stabile, sichere Füße stellt. Und das ist sehr, sehr spannend. Also gerade weil wir einfach so viel Input kriegen, so viele Leute kennenlernen, die ganz großer Leidenschaft da reinstreben in den Bereich. Und wir versuchen halt ein Stück weit dazu beizutragen, dass es mehr werden. Und ja, interessante Szene, die sich ganz toll gegenseitig unterstützt. Ja, auf jeden Fall wertvolle Sache, diese kleinen Gärtnereien. Gut, Marcel hat ja schon jetzt eine relativ große im Vergleich zu vielen Market Gardenern. Der macht ja auch wirklich einiges. Also du merkst auch, wie der mit Begeisterung dabei ist. Jedes Jahr werden neue Pflanzen ausprobiert, neue Sorten, ob das jetzt kommerziell irgendeinen Sinn macht oder nicht. Wenn Marcel Lust auf die Pflanze hat, dann probiert er das. Aber an der Stelle möchte ich mich mal ganz kurz bei vier Leuten bedanken, die eben ein bisschen den Chat moderieren. Einmal die Nadja vom Kanal Die Eiffeltomate, die macht genau das, was ich auf diesem Kanal nicht machen werde. Die macht super Sortenprofile von einzelnen Tomatensorten, aber auch, ich glaube, Chilis und Auberginen. Schaut da mal rein. Dann haben wir den Tobias vom Kanal Random Rotation, der hat so gar nichts mit Garten zu tun. Als ich angefangen habe, Videos zu machen und Animationen, habe ich damals seinen Kanal geschaut. Der ist aus dem Bereich Videoproduktion. Und dann gibt es noch ich glaube, die zeigen sich aber noch nicht. Das ist der Marco und die Natascha. Vielen Dank, dass ihr das so ein bisschen betreut. Natürlich auch vielen Dank an viele Leute, die ihr gerade dabei seid. Viele Namen kenne ich ja. Und ja, super. Etwas später gehen wir auch noch mal auf einzelne Fragen dann ein. Ich muss jetzt nur mal gucken, dass ich dieses Handy nicht die ganze Zeit in der Hand halte. Guck mal, Linus, ich glaube, ich lege dich jetzt mal hier auf das Glas, dann habe ich ein bisschen mehr Bewegungsfreiheit.
Und dann sprechen wir jetzt mal über Sprossengläser. Und klar, das müssen jetzt keine Sprossengläser sein. Sowas kann man sich, das ist natürlich wieder die bequeme Variante. Man kann sich das auch selber basteln aus einem Glas, dann irgendein Sieb darüber. Das ist einfach ein Glas, Edelstahlsieb und so ein spezieller Rand. Und würde ich jetzt Mungbohnen machen, also das, was man hier so als Sojakeime kennt. So, dass gerade knapp der Boden berührt ist. Sieb drauf. Deckel drauf. Ganz, ganz wichtig ist es, ein bisschen weniger, als man denkt. Genau, genau. Man neigt dazu, zu viel reinzumachen und da hat man dann eher Nachteil. Ist auch ein bisschen Erfahrung, ja. So zu wissen, welche Sprossen werden eigentlich wie groß. Das ist nicht immer abzuleiten von der Saatgutgröße. Zum Beispiel Alfalfa ist so das klassische Beispiel. Die winzig kleine Samen, aber die bilden innerhalb kürzester Zeit irre viel Masse, ganz, ganz lange Triebe. Und wenn man nur einen Teelöffel in so ein Blumenglas reingibt, dann ist nach einer Woche ist das ganze Glas ist kurz vorm Explodieren. Und da ich wusste, dass du von den Alfalfas anfängst, das sind ja eigentlich Luzernen, das ist so eine Kleeart, schätze ich mal. Alex, könntest du noch mal auf die andere Kamera gehen? Ich zeige euch mal, wie klein diese Samen sind im Vergleich zu... so, sieht man das? So, also winzig klein. Und das, was ich auf der Hand habe, das hier würde praktisch schon reichen, um so ein Glas hier nach einer Woche richtig voll zu machen mit Sprossen. Die sind natürlich dann dünner als Sojasprossen oder Mungsprossen. Aber es sind halt unglaublich viele. So, und jetzt schauen wir mal. Vielleicht so ein Tipp, was kann man machen, wenn man so viele Sprossen hat und kann die nicht alle sofort verwerten? Vielleicht hast du auch noch einen Tipp, also was ich gelernt habe, das funktioniert ganz gut, ist die halt zum Beispiel in eine Tupperdose machen, im Kühlschrank und aber vorher ein bisschen, einfach mal so ein Teelöffel oder ein Esslöffel Öl drüber geben, vermischen und das in den Kühlschrank stellen, dann halten die sich auch durchaus eine ganze Zeit. Okay, man kann also länger davon essen. Also wie im Supermarkt dann, die halten sich ja auch ein bisschen länger. Und allgemein diese Sache mit den Keimsprossen, ihr werdet nur ganz wenige in Supermärkten finden, weil, das sieht man auch bei den Sojakeimen, die halten sich auch in den Märkten nicht so lange. Und das muss natürlich im Preis dann mit einkalkuliert werden, dass dann die Hälfte wahrscheinlich vom Supermarkt entsorgt werden muss, weil, ja, Sojakeime, die man da kauft, ein Wochenende und die sind Matsche. Ist natürlich schade, deshalb selber machen, ganz, ganz tolle Idee. Genau, super einfach. So, jemand fragt, hey Sascha, ist es normal, dass Rucola-Sprossen sehr unangenehm riechen? Bin mir nicht sicher, ob sie genießbar sind. Hast du das schon mal gemacht, Rucola-Sprossen? Ja. Ich meine, Rucola-Sprossen bilden auch so eine Glibber am Anfang. Also, ich habe Microgreens gemacht, Sprossen noch nicht. Also ich denke, wenn man, also von diesen gelbildenden Sorten, wenn man da Sprossen macht, ich wüsste jetzt nicht, dass ich da schon mal so einen wirklich unangenehmen Geruch gehabt hätte. Meine Empfehlung wäre, dann wirklich lieber auf so ein Pressesieb gehen oder auf ein Substrat. Klar, dann kann man auf dem Substrat kann man eben dann die Saatkörner, die isst man dann nicht mit, dann schneidet man es runter, wie bei Kresse eben auch. Aber auf dem Kresse-Sieb, selbst da könnte man sich die Saatkörner noch so mit abschaben. Also bei allem, was Gel bildet, würde ich eher, ja, wie gesagt, zum Beispiel auf dem Kresse-Sieb geben. Ja, die Gefahr ist einfach, dass es gammelt. Ja. Weil die halt dann unter Luftabschluss vor sich hin keimen. Gut, pass auf. Die kleben still aneinander. Ja, pass auf. Ich muss eben noch mal, dass ich lese es gerade so im Chat. Ich hatte eben nicht weitergemacht mit den Keimsprossen. Die hier, die Mungbohnen, die würdet ihr jetzt, ja, das Glas halb voll, ist eigentlich egal bei der Menge. Und dann 12 Stunden einweichen lassen. Ich habe es jetzt auch schon mal 24 Stunden einweichen lassen. Soll man eigentlich nicht, aber es hat keinen großen Unterschied gemacht. Dann wird das Ganze Wasser, was da drin ist, abgeschüttet. Dann gibt es hier so einen Ständer oder man bastelt sich sowas selber. Man stellt es da rein
Und dann wird das wirklich jeden Tag 2 bis 3 Mal. Jemand hatte mir geschrieben, wenn man es 3 Mal am Tag wässert, wächst es doppelt so schnell. Habe ich jetzt ausprobiert das letzte Mal. Konnte ich jetzt nicht wirklich bestätigen, vielleicht ein bisschen schneller. Also morgens, abends einmal Wasser rein, das dann direkt wieder abschütten. Ne? Die offene Seite ist dann ja unten. Raus können die nicht wegen des Siebes hier. Und dann sieht man schon wirklich am zweiten, dritten Tag, da kommen Wurzeln raus. Und ja, irgendwann sehen sie so aus wie Sojakeime, die man kennt. Ich hatte das letzte Mal ein bisschen zu lange drin gelassen. Da waren die grünen Blätter schon zu sehen und unten nochmal Wurzeln. Hat aber dem Geschmack nichts getan. Ich glaube auch nicht, dass die dann irgendwie giftig werden. Sind ja eigentlich auch Bohnen. Bohnen, wisst ihr ja, roh essen ist ja nicht so die Sache. Aber bei den Keimsprossen geht das ja auf jeden Fall. So. Man sollte die auf keinen Fall vor 3 oder 4 Tagen essen. Die müssen schon richtig gekeimt sein, damit die ganzen Stoffe, die giftig sind in den Bohnen, also die für uns ungenießbar sind, die haben ja eine Funktion. Also die sollen ja dafür sorgen, dass diese Körner halt eben nicht vertilgt werden, bevor sie gekeimt sind. Wenn sie gekeimt sind, dann werden diese ganzen Schutzmaßnahmen so nach und nach abgebaut. Und dann werden sie für uns eben auch genießbar. Man kann sie dann aber auch erstmal noch blanchieren, also ganz kurz in heißes Wasser geben und gleich wieder raus. Dann werden sie noch ein bisschen besser bekömmlich. Also wer vielleicht eh sagt, ich habe eher mein Magen ist ja jetzt nicht ganz so, ich kann auch keinen rohen Brokkoli essen, dann vielleicht kurz blanchieren. Gut, und was man wohl auch machen kann, ist, wenn man nach 2 Tagen sieht, das fängt an zu keimen, man kann natürlich auch sein reguläres Saatgut nehmen, also nicht das Saatgut, da gehen wir auch auf die Unterschiede gleich auch mal ein, nicht Saatgut für Keimsprossen, sondern wirklich das, um Pflanzen zu ziehen. Möhrensaat zum Beispiel kann man auch hier reinmachen, das fängt an zu keimen, das dauert ja im Beet sonst total lange und dann nimmt man mit der Pinzette. Ist natürlich Arbeit, aber wenn man jetzt nur 2 Meter Möhren machen möchte, dann kann man sie auf jeden Fall machen und setzt dann das vorgekeimte Saatgut in den Boden oder Chilis, die dann weiter in Multitopfplatten kommen. So kann man das Ganze ein bisschen beschleunigen, aber man muss es nicht. Es geht auch so. Und eine Frage, die relativ häufig auftritt, ist, kann man dieses Saatgut, was jetzt hier zum Beispiel Mungbohnen, oder Zwiebeln oder Radieschen, kann man das nicht auch dafür verwenden, um Radieschen daraus zu ziehen? Oder Zwiebeln oder Amaranth oder was auch immer. Und tatsächlich eigentlich nicht. Weil die Qualität, also erstmal, das ist ja auch von der Grammanzahl wesentlich günstiger als jetzt so eine kleine Menge. Es hört sich jetzt doof an, wenn man jetzt sagt, es ist zweite Wahl oder dritte Wahl, aber ihr müsst sehen, wenn Saatgut für die Vermehrung gewonnen wird, da wird gesiebt, da werden gewisse Größen nur von den stärksten Pflanzen und so, damit ihr auch hinterher die besten Tomaten, Bohnen, was auch immer hinbekommt. Und bei den Keimsprossen haben, deshalb finde ich das auch aus sozialer Sicht eine super Sache, haben die Vermehrerbetriebe auch noch eine Möglichkeit, dann das loszuwerden, was nicht so perfekt ist für die Weiterzucht. Und du hast das schon mal ausprobiert. Du hast das schon mal versucht auszusäen, oder? Ich habe es selbst noch nicht gemacht. Ich bin von anderen schon immer wieder mal gefragt worden. Die haben sich dann gewundert, warum da so was Komisches da rauskommt. Und sie haben mich dann gefragt, ob ich eine Erklärung dafür habe. Und es ist halt schon irgendwie auch naheliegend, so dass man sich überlegt, kann ich das nicht auch aussehen, weil es von der Tendenz her halt günstiger ist als das kultivierte Saatgut jetzt so aus dem Biohandel für die eigentliche Pflanzenanzucht im Garten. Die Sachen, die du alle im Shop hast, die ganzen Microgreen- und Sprossensachen, sind ja auch alle Bio, die kommen also auch alle von Bio-Vermehrern, sind halt tendenziell günstiger, deswegen liegt der Gedanke nah. Aber wie du gesagt hast, man weiß einfach nie so genau, was am Ende da rauskommt. Es kann sein, dass es wirklich halt auch vor allen Dingen wegen der Größe zum Beispiel aussortiert wurde. Also wenn jetzt so ein Vermehrer zum Beispiel sagt, unsere Blumenkohlsamen, die sollen immer zwischen 8 und 10 Millimetern groß sein,
ne, weil du Zirkus hast, Maschinen oder wofür auch immer, dann fällt eben alles raus, was kleiner und größer ist. Oder aber eben auch, fallen vielleicht Sachen komplett raus, weil man weiß, da ist jetzt irgendwas in der Vermehrung, hat nicht so, weil es nicht so erfolgreich. In der Vermehrung legt man ja Wert darauf, dass es halt zum Beispiel Schossfestigkeit gibt, dass es immer gleich große Köpfe gibt oder dass es Resistenzen gibt. All das ist ja nicht, all das sagt nichts darüber aus, wie gesund ist später der, also wie viele Nährstoffe sind in der Pflanze. Und für Microgreens oder für Sprossen ist all das total irrelevant. Deswegen ist es ja so schön, wie du sagst, dass man dieses eigentlich zweite Wahlsaatgut, was man nicht nehmen würde für die Gemüseproduktion, dass das trotzdem eine Verwertung findet. Pflanzen bilden sich daraus auf jeden Fall. Aber es kann halt eben sein, das habe ich häufiger schon gehört, zum Beispiel von Leuten, die hatten da Radieschen, also Microgreen-Radieschen-Saatgut übrig. Kommt nichts dran, ne? Da ein riesen Beet von gemacht und das gab dann einfach so ganz, ganz dünne Wurzelverdickungen, die so ein bisschen nach Radieschen aus, an Radieschen erinnert haben. Aber es waren keine Radieschen. Okay. Und ich würde das Risiko nicht eingehen, eben zum Beispiel gerade bei Pflanzen, die vielleicht, wie ein Brokkoli oder so, dann da Monate von der Aussaat an drauf zu warten, die Pflanze zu hegen und zu pflegen und dann muss ich feststellen, dass sich da eigentlich keine richtige Blume bildet. So genau, das kann ja auf jeden Fall vorkommen. Hat man mal, ja, hin und wieder auch bei ganz normalen Jungpflanzen, egal ob selbst vorgezogen oder gekauft, hatte ich beim Brokkoli, wie du gerade das Beispiel gesagt hast, die Hälfte davon hatte keine Köpfe gebildet. Die ist einfach, hat dann aufgehört, schöne Blätter, ja, kann man ja auch essen, aber das ist ja eigentlich nicht das, was wir haben wollen. Aber warte, ich lese jetzt immer wieder die Frage, wie viel Licht brauchen Microgreens und Keimsprossen? Und im Grunde genommen, also Keimsprossen brauchen eigentlich kein Licht. Also ihr seht, das ist auch ein ganz normales Glas. Wir haben ja hier auch nochmal dieses, ein Teil davon, Sprossenturm. Das ist ein bisschen abgedunkelt. Es gibt aber auch solche Geräte aus Terrakotta, da kommt gar kein Licht dran. Also, und ich hatte es jetzt auch mal versucht, bei den Mungbohnen einmal ein Handtuch draufzulegen. Also, es war jetzt für mich kein Unterschied. Die waren nicht heller, die waren nicht schneller. Bei Microgreens ist es vielleicht ein bisschen anders, dass die ein bisschen Licht brauchen, um nicht komplett nur hell zu werden. Gibst du deinen Pflanzen Licht? Also, jetzt nicht deinen Jungpflanzen, sondern wirklich deinen Microgreens. Die Sprossen zum Beispiel, die habe ich in Gläsern. Ich habe nicht so ein Terrakotta-Teil, die habe ich eigentlich alle in Gläsern. Die stehen aber auch in der Küche neben dem Herd. Da scheint eigentlich so gut wie gar kein Licht hin. Das funktioniert ganz prima. Die entwickeln sich ja ansonsten ja auch unter der Erde eigentlich, bei den meisten Pflanzen, die Keime, die Sprossen. Ich weiß nicht so genau, ich habe schon verschiedene Sachen gehört. Das in den Terrakotta-Gefäßen zum Beispiel, dass es vielleicht ein bisschen schneller geht. Man weiß aber jetzt nicht, finden da dieselben chemischen Prozesse statt. Meiner Erfahrung nach ist es auch ziemlich gleich. Microgreens aber, die brauchen schon Licht. Also die sollen ja Keimblätter ausbilden und vielleicht über die ersten Keimblätter hinaus halt noch. Und jetzt nicht, die sollen ja nicht komplett vergeilen und dann nur blasse Blätter bilden. Eben, die brauchen dann schon Licht, aber ich muss eben nicht so irre darauf achten, wie bei Jungpflanzen zum Beispiel. Also da tut es jetzt zum Beispiel, wo man eigentlich sagt, jetzt sind die Tage noch zu kurz, um die Pflanzen auf eine warme Fensterbank zu stellen. Denn da kommt jetzt die Heizungswärme von unten und im Verhältnis zu dieser krassen Heizungswärme sind die Tage zu kurz und die Lichtintensität ist zu gering. Das würde ich ja eigentlich bei Jungpflanzen sagen, aber für Microgreens ist das schon ein ziemlich perfektes Klima. Okay, gut. Jetzt mal eine Frage an euch Zuschauer, Zuschauerinnen. Schreibt es mal in den Chat. Habt ihr schon mit der Jungpflanzenanzucht dieses Jahr angefangen? Ich habe ja ein bisschen mit einer Chili-Sorte angefangen. Schreibt es mal in den Chat. Würde mich jetzt mal interessieren. Salat sehe ich. Ja, heute, ja. Ja, womit denn? Schreibt's mal rein. Physalis, Chilis, Paprika, Auberginen. Chili und Ingwer, sehr schön. Verschiedenes
Kohl, Karotten. Also wenn ihr jetzt noch nicht angefangen habt, kein Problem. Wir haben heute, ja, wir haben Mitte Januar. Ich meine, keine Ahnung, ob die Leute früher schon damit, so vor 50 Jahren, so früh angefangen haben. Ich gehe mal nicht davon aus. Wahrscheinlich hatten die auch noch nicht so viele Chilis und Paprikas in ihren Gärten oder vor 70 Jahren, keine Ahnung. Und fangt auf jeden Fall noch nicht mit Tomaten an. Hört man ja jetzt immer wieder in irgendwelchen Blogs oder so, dass die Leute sagen, ach komm, wir fangen dieses Jahr im Januar an. Das hat so für mich so das Gefühl, ja, wir wollen uns jetzt alle so ein bisschen überbieten und sagen, wir wollen die Ersten sein, lass mit Tomaten anfangen. Ja, ohne da jetzt Kritik zu üben, aber macht es nicht. Sogar der Marcel, der wirklich alle Möglichkeiten hat, jede Menge Licht, Gewächshaus im Gewächshaus, der könnte sogar ein Gewächshaus, ein kleines beheizen und so. Der wird den Teufel tun, jetzt mit Tomaten anzufangen, weil er hat das auch schon alles mal ausprobiert, so in Bezug auf Ernteverlängerung. Es bringt einfach nichts. Die Arbeit, die dahinter ist, die Gefahr, jetzt die Jungpflanzen in den nächsten Monaten zu verlieren, weil irgendein Tier dran geht und so, ist viel, viel größer. Es ist noch nicht genug Licht da. Und bedenkt, ihr müsst, selbst wenn ihr die in ein Folientunnel oder Gewächshaus setzt, könnt ihr vielleicht Mitte April machen, da wo ihr seid, müsst dann aber gegebenenfalls auch noch eine Heizung reinstellen. Und diese Pflanzen, die sind dann am Ende nicht 2 Monate schneller als die anderen, sondern vielleicht 2 Wochen, dass man da was früher ernten kann. Klar, ist eine schöne Sache, aber die Gefahr, dass da wirklich was schief geht, mir persönlich viel zu groß. Oder Linus, fängst du schon mit deinen Tomaten an? Nee, habe ich auch lernen müssen, dass Tomaten viel, viel schneller sind als Paprika zum Beispiel. Ja, und selbst wenn man die rauspflanzt im Mai irgendwann, ob in den Tunnel oder nicht, die holen alles rapide auf. Also Paprika, Auberginen, Chili verstehe ich, die entwickeln sich wirklich, wirklich langsam. Dann aber Tomaten, wenn die einmal richtig loslegen mit dem Wachsen, Also, dann gehen die ab. der Jens schreibt gerade, und da hat er natürlich auch recht, wir haben Sorten im Shop, zum Beispiel die Viva Grande, und Culinaris schreibt da drauf, sollte man ab Februar anziehen und dann mit der ersten Blüte ins Beet setzen. Liegt daran, das ist eine Freiland-Fleischtomate und die bekommt natürlich nicht die Wärme ab, wie im Freiland, wie hinterher eine Tomate im Folientunnel. Aber auch hier, man muss es nicht unbedingt machen. Ihr werdet auch Tomaten ernten, wenn ihr die jetzt Anfang März aussät oder Mitte März. Ich habe sogar schon mal Tomaten im April ausgesät und das war gar kein Problem. Wie du aber gesagt hast schon, das Risiko ist eigentlich viel zu groß, was man auch nicht unterschätzen darf. Also das Risiko ist groß, wenn man die Sachen zu früh raussetzt und sie kriegen noch einen Frost ab oder so. Aber auch ein großes Risiko, das hatte ich im letzten Jahr zum Beispiel, die Tomaten waren zu weit entwickelt und als ich die rauspflanzen wollte, viele ins Freiland, ab Mitte Mai hat es bei uns in Strömen geregnet, 2 Wochen, und ich konnte die erst sehr spät auspflanzen, die ganzen Freilandtomaten. Da waren, glaube ich, 400 Stück im Freiland, die kamen zu spät raus. Und es ist halt auch ein Problem, wenn ich die dann nicht alle umtopfe, und das ist ja also bei vielen Tomaten dann auch sehr viel Arbeit, wenn die quasi so überständig sind und die sind zu lange in zu kleinen Töpfen, dann haben die auch erstmal eine ganz krasse Wachstumsbremse. Und wenn ich sie dann irgendwann auspflanze, dann tut sich erstmal eine ganze Weile nichts. Also die Gefahr, dass die Pflanzen kaputt gehen oder ich eher auch so einen nachteiligen Effekt habe, die ist auf jeden Fall da, und da wäre ich immer eher vorsichtig. Die Frage kam, was ist mit Buschtomaten? Ja, es ist wirklich so, wartet noch einen Monat, ihr geht wenn sie wieder offen haben, in Gartencenter oder 1,5 Monate und da gibt es schon vielleicht in der Höhe Tomatenpflanzen, die hängen schon voll mit kleinen Cocktailtomaten. Ja, aber das wird auch von Leuten, ja, angeboten von Herstellerfirmen, die sitzen wahrscheinlich irgendwo in Holland oder so, die haben beheizte Gewächshäuser, die haben Lichter, die können praktisch alles diesen Pflanzen bieten. Die haben eine, ja, Umweltkontrollen da drin, was die Luftfeuchtigkeit etc. alles bietet. Ich fände es auch mal schön, an Weihnachten eigene Tomaten ernten zu können oder jetzt im März oder sowas, aber
Wenn ihr es ausprobieren wollt, kein Problem, aber fangt es vielleicht mal mit ein, zwei Pflanzen an. Und da lernt man auch am meisten über die Pflanze, ja, was über die Pflanze kennen, wenn man das mal ausprobiert. Also spricht da nichts dagegen, nur haut jetzt nicht all eure Platten in eure Platten, eure Saaten in die Topfplatten rein. Würde ich für blödsinnig halten, das jetzt anzufangen. Ja, jetzt noch mal eine andere Sache mal am Rande. Ich weiß gerade echt nicht, wie ich es machen soll. Letzte Woche war extrem anstrengend, wegen, naja, ihr wisst schon, wir können halt jetzt nur in ganz kleinen Gruppen Pakete packen und haben jetzt noch ein paar im Rückstand. Und ich hatte ja angekündigt, wegen den Multitopfplatten und auch den Sachen mit der Haube drauf, die Waren sind schon da. Nur, was würdet ihr besser finden? Ich stelle die jetzt rein und die sind bestellbar. Es dauert dann aber vielleicht 3, 4, 5 Tage länger, bis das bei euch ist, oder so lange warten, bis das dann auch wie gewohnt innerhalb von 2, 3 Tagen da ist. Könnt ihr auch mal in den Chat reinschreiben. Ich bin da gerade sehr, sehr unsicher. Ich will da auch niemanden enttäuschen und so. Nur im Moment ist es halt so, die Lieferanten haben Schwierigkeiten. Dann kommt nur mal ein Drittel der Lieferung. Die Prinz Czerny zum Beispiel, die ist jetzt nochmal in der Keimkontrolle beim Hersteller. Das sind ja alles so Qualitätsmerkmale, die auch eingehalten werden müssen. Wir und die Hersteller des Saatguts wollen euch natürlich dann auch sehr gute Qualität anbieten. Deshalb dauert das alles schon mal ein bisschen länger. Und ja, bitte vergesst nicht, wir haben gerade Mitte Januar. Ich weiß nicht, Linus, früher, so sagen wir mal vor 10, 15 Jahren. Wann hast du da angefangen mit Aussaaten und Saatgut bestellen? Ich kann das, ich weiß jetzt gar nicht mehr so genau. Ich weiß, was ich auf jeden Fall sagen kann, ist, dass ich jetzt, seitdem ich das als im Erwerbsanbau mache, fange ich viel später an. So, das hat aber auch zwei Gründe. Also zum einen, hauptsächlich ist es bei mir jetzt so, dass ich jetzt zum Beispiel ab Anfang Mai beginnt meine Gemüsekistensaison. Und Anfang Mai will ich die erste schöne Gemüsekiste mit 6, 7 verschiedenen Gemüsesorten, ein bisschen Lagergemüse, ein bisschen Frischgemüse zusammenpacken. Und da muss quasi, auf dem Punkt müssen die ersten Sachen fertig sein. Und da plane ich halt drauf hin. Das heißt, es gibt sicherlich Sachen, die könnte man jetzt auch so langsam schon anziehen und mit ein bisschen Equipment, also Saisonverlängerung, mit Frühbeeten, einem kleinen Gewächshaus, kann man bestimmt auch im April schon die ersten Salate ernten. Also da geht das. Je nach Klimazone, je nachdem, wo ich bin in Deutschland oder Österreich oder Schweiz und was mir alles zur Verfügung steht. Bei mir ist es aber so, für mich macht es keinen Sinn, vor Mai schon zu ernten. Ich will ab Anfang Mai ernten. Und deswegen habe ich das alles mittlerweile sehr, sehr genau getaktet. Ist jetzt ein bisschen eine andere Situation als so der typische Selbstversorger, in welchem Selbstversorgungsgrad auch immer, ne? Schwieriger Begriff. Da ist man natürlich heiß drauf und will so früh wie möglich die erste Ernte einfahren. Also, wenn es eine Möglichkeit gibt, im April schon einen Salat zu ernten, dann will ich das gerne haben. Und von daher kann man natürlich versuchen, alles so früh wie es irgendwie nur geht zu machen. Die Hersteller geben ja auch den Saatguttütchen da Empfehlungen ab. Klar, kann man das alles probieren. Man macht sich halt schon auch einfach Stress damit. Gut, du musst dir Ja, aber wahrscheinlich man kann. machen, du musst dir den Stress wahrscheinlich machen wegen deinen Abonnenten von von den Gemüsekisten. Wir privaten Gemüsegärtner, ganz ehrlich, wir können es auch ein bisschen ja, gemütlicher angehen. Und ich habe ja jetzt den kleinen Folientunnel im Garten, ich habe diesen Frühbeettunnel, dieses ganz kleine Ding, die funktionieren auch super, nur ich habe gerade ein Riesenproblem im Garten. Ich hatte den Folientunnel, deshalb habt ihr wahrscheinlich auch so lange jetzt kein Video mehr aus meinem Garten gesehen, weil ich da gerade echt gefrustet bin. Ich hatte den voll mit Endiviensalaten. Ich wollte auch Asiasalate reinpflanzen. Und es war von einem Tag auf den anderen komplett abgefressen. So, und zuerst hatte ich Ratten im Verdacht, weil die haben wir dann nun mal. Ich habe im Laufe des Jahres auch drei gefangen. Aber
Dann bin ich ein bisschen stutzig geworden. Ich glaube, ich habe zusätzlich noch ein Kaninchen im Garten. Und ja, Ratten fangen ist eine Sache. Einem Kaninchen könnte ich niemals irgendwas tun. Ich liebe Kaninchen über alles, so meine Lieblingstiere. Und da werde ich mir jetzt mal bei Marcel eine Lebendfalle ausleihen und das dann sehen zu fangen, weil glücklich kann das in unseren Gärten auch nicht sein. Ich hatte zum Beispiel noch drei Zucchinis auf dem Acker liegen von letztem Jahr. Sollte eigentlich mal ein Versuch werden, wie lange die das aushalten, weil lässt man die liegen, wird die Schale dick und die sind praktisch wie ein Kürbis. Nur die sind komplett ausgehöhlt und zerfressen und ich denke, das schafft keine Ratte. Vielleicht ein, keine Ahnung, ich muss mal eine Wildkamera aufstellen. Nur auf jeden Fall der ganze Endiviensalat, alles weggefressen aus dem Folientunnel. Und bis ich das Problem nicht irgendwie gelöst habe, ja. Ja, macht für mich gerade keinen Sinn, da viel an Wintergemüse oder sowas reinzusetzen, was ich sehr schade finde, weil Wintergemüse sehr wichtig für mich ist. Gut, ich habe zwei Nero di Toscana, also Palmkohl, Schwarzkohl, die sind ganz schön. Das wird komplett ignoriert von dem Karnickel oder von den Ratten. Und dann habe ich vier schöne Artischockenpflanzen. Die stehen auch noch wie eine Eins da. Da hat mir der Don Giardino ein paar super Tipps gegeben. Der hatte bei seinen Pflanzen wohl letztes Jahr 80 Köpfe ernten können. Der hat mir mal genau erklärt, wie man das machen muss. Hat viel mit Geduld zu tun. Die Ernte ist wohl erst im dritten Jahr und alles vorher konsequent abmachen. Aber vielleicht, ja, verrät das ja auch noch mal im Video. So, was haltet ihr denn mal von der Fragerunde? Ich weiß, da sind jetzt ganz viele Fragen vorbeigelaufen, aber wenn ihr jetzt irgendwie akut eine Frage habt, Jungpflanzenvorzucht, Garten allgemein, dann könntet ihr das jetzt stellen. Hier zum Beispiel Julian fragt: Hi Sascha, ab wann kann ich meine Chili de Cayenne vorziehen? Meine Cayenne, übrigens meine Lieblingssorte, die Cayenne, perfektes Pulver kann man daraus machen. Mitte Februar. Wie machst du das? Oder würdest du das bei Cayenne machen, früher oder später? Chili mache ich ganz wenig, habe ich auch wenig Erfahrung mit. Ich weiß, dass sie sehr lange brauchen, aber auch Ende Januar, Anfang Februar. Okay, Ja. woher weiß ich, dass mein zusätzlich für Pflanzen ausreicht? Na, das seht ihr daran, dass eure Pflanzen nicht vergeilen. Wenn die so auf einmal so ein riesiger Stiel kommt und dann ein paar schwache grüne Blättchen, dann hat die definitiv zu wenig Licht oder ihr habt eine ungünstige Kombination von zu wenig Licht und zu viel Wärme. Dann eher in den Kühlraum stellen. Salat mag es ja eh so ein bisschen kühler. Im Falle von Salat, ne? Und ja, und dann lieber mit den lichthungrigen Sachen, wie to Licht- und Wärmehungrigen Sachen, dann vielleicht lieber noch einen Monat warten, falls ihr kein Kunstlicht habt oder zu wenig davon. Ja, kann ich Empfehlungen dafür geben, welche Honig- und Wassermelonen für das deutsche Klima? Also im Grunde genommen, ich kenne so viele Leute, die Wassermelonen anpflanzen. Auch schon, es gibt ja manchmal diese riesigen Dinge aus Spanien, aus der Türkei, aus Italien und auch die wurden schon erfolgreich in Deutschland nachgebaut. Wenn man das kauft, man weiß natürlich nie, sind es F1-Hybriden, was kommt hinterher raus? Und je nachdem seht ihr das dann erst zu spät, was da rauskommt. Das kann zum Beispiel sein, dass ihr von der fast kernfreien Melone, jetzt rede ich Unsinn, dann, wenn ihr doch einen Kern findet, dann eine Melone rauskriegt, wo ganz viele Kerne sind. Was ich halt total klasse finde, ist die Petit Gris de Reine. Das ist so eine Charentais-Melone, wird auch nicht so besonders groß, ist massiv gewuchert bei Marcel im Gewächshaus, ist rausgewachsen aus dem Fenster und es lagen noch drei Melonen auf dem Dach. Und dann sowas Kleines wie die Sugar Baby und beide kann man, das hatte ich letztens auch mal nach einem Video in den Kommentaren gelesen, beides kann man super in Töpfen auf Balkonen anpflanzen. Muss natürlich dann irgendwie sicher hochgeleitet werden, angebunden, dass wenn mal ein Sturm kommt, dass die Sachen nicht abgehen.
Sugar Baby ist ja so ein Klassiker, also das halt so die Bio-Sorte, die man am meisten findet. Der Vorteil ist, die sind halt so kultiviert, dass die Früchte nicht so groß werden. Weil die haben halt natürlich generell also eine sehr lange Kulturzeit. Und da ist es dann für unseren Klimabereich eigentlich ist es ganz, ganz gut, wenn die Früchte nicht zu groß werden, also dass die einfach früher ausreifen. Als wenn ich jetzt irgendwie eine Sorte habe, die so riesen Früchte bildet, da ist voraussichtlich die Kulturzeit bei uns zu groß, wenn man jetzt keine Möglichkeit hat, noch Gewächshaus zu beheizen. Aber ich habe auch schon mal gehört, jetzt mehrere Male, dass die Fruchtgröße bei Melonen nicht im Verhältnis zur Reifezeit ist, dass eine große Melone genauso schnell reif wird wie so eine ganz kleine. Ich habe es persönlich noch nicht ganz rausgefunden. Jetzt war hier die Frage, wann sät man Artischocken aus? Oh je, ich habe kann das vielleicht mal die Eiffeltomate. Die hat letztes Mal mir Artischocken mitgebracht. Vielleicht mal reinschreiben, Heinrich auch. Heinrich wäre übrigens jetzt auch gerne im Chat, aber der muss jetzt tatsächlich bis 21 Uhr noch arbeiten. Aber falls du das danach siehst, viele Grüße. Kann man Weißkohl vorziehen? Ja klar, Weißkohl kann man vorziehen. Man sollte eigentlich fast jede Kohlart vorziehen, weil Direktsaat von gerade größeren Kohlarten, man kann es machen, aber meistens ist das Unkraut schneller und wenn eine Schnecke so eine winzige Pflanze vorfindet, dann ist die sofort weg. Wenn die schon so ein bisschen größer ist, also so wie bei gekauften Jungpflanzen, dann ist es immer noch attraktiv für Schnecken, aber nicht mehr ganz so attraktiv. Und leider ist Kohl auch sehr, sehr beliebt bei Erdflöhen. Ja. Erdflöhe haben viele Probleme mit seit 2, 3 Jahren etwa, seitdem das Frühjahr oft schon so trocken ist. Und wenn man eine große vorgezogene Kohlpflanze hat, da wird dann ein bisschen getackert von den Erdflöhen, aber die überleben das dann in der Regel. Kleine Jungpflanzen haben da, die direkt ausgesät werden, haben da eher Probleme. Gut, dann war jetzt hier die Frage, das hat wieder was mit dem Shop zu tun, warum liefert ihr nicht nach Österreich? Ja, die Frage kommt total häufig. Im Moment schaffen wir das personell eigentlich noch gar nicht. Ab und zu, wenn eine Anfrage per Mail kommt, okay. Erstmal der Versand ist teuer, das Ganze ist wahnsinnig kompliziert und ab einem gewissen Exportvolumen müsste man dann in Österreich tatsächlich eine neue Steuernummer beantragen. Man müsste 2 Mehrwertsteuerklassen im Shop. Und wir sind echt nur ein kleiner Betrieb. Das wäre im Moment noch viel, viel zu viel für uns. Und Schweiz geht auch leider gar nicht und nicht EU-Länder. Da muss man eine Zollnummer beantragen. Also so in Europa sind wir leider noch nicht zusammengewachsen, wie das eigentlich sein sollte. Aber wir sind ja teilweise schon auf einem sehr guten Weg. Dann die Frage, ob ich Bacchieu-Salat, wenn ich das richtig ausspreche, habe ich tatsächlich noch nie gehört. Werde ich mal googeln. Der Bacchieu-Salat ist seit Ewigkeiten ausverkauft, weil ihn die Marie von Wurzelwerk empfohlen hat, immer wieder empfohlen hat. Den kriegt man recht schlecht. Okay. Ja, gut. Hallo Sascha, wie machst du deine Aussaaterde keimfrei für Jungpflanzen? Tatsächlich gar nicht. Ich hatte auch noch nie wirklich Probleme damit. Also das sind so Sachen, die, ja, manchmal kriegt man meistens muss ich auch sagen, das ist dieses ganz günstige Zeugs aus dem Discounter manchmal, wo ich dann auch lese, dass die Leute die größten Probleme mit Keimsporen oder mit irgendwelchen Sachen da drin haben. Ich habe da eigentlich bis jetzt tatsächlich Glück gehabt und noch nie Probleme mit irgendwelchen Sachen in der Aussaaterde gehabt. Du wirst gefragt, Linus, welche Aussaaterde du verwendest. Ja, ich nutze Aussaaterde, die tatsächlich Torf drin hat, auch noch. Ich bin da ganz viel im Austausch mit anderen, auch mit anderen Marktgärtnern, die ja eigentlich alle so sehr idealistisch sind. Aber so von den Erfahrungswerten her, mit torffreier Anzuchterde gibt es einfach noch wenig gute Erfahrungen. Und wenn man eben darauf angewiesen ist, eine gute Keimrate zu haben und eine gute Jungpflanzenentwicklung für den Erwerbsanbau, gibt es leider, also außer torfreduzierten Erden, gibt es da noch keine
wirklich guten Alternativen. Aber ich weiß, dass es ganz viele Forschungen gibt in dem Bereich Torf, also torffreier Erden. Klassisch im Erwerbsanbau, für die, die nicht selber mischen, ist, weiß nicht, darf ich einen Markennamen sagen? Ja, mach. Na, ist Glasmann Daimann, das ist so die Erde für den Erwerbsanbau. Mhm. Aber die kriegst du wahrscheinlich, die kriegst du auch nicht überall. Wir kriegen jetzt eine Erde rein. Nee, die musst du bestellen. Ja, wir kriegen jetzt eine Erde rein, weil so viele gesagt haben, wir kommen ja im Moment gar nicht in, wir wollen anfangen, wir kommen nicht in die Gartencenter. Da bekommen wir bekommen jetzt eine torffreie Erde rein. Ausprobiert habe ich sie nicht, aber die soll wohl ganz gut sein. Und sie Wie heißt ist, die denn? Ja, ich will mich da jetzt auch nicht wieder unter Druck setzen. Am Ende dauert das wieder zu lange. Deshalb lassen wir das mal. Jemand hatte geschrieben. Gute torffreie Erden, die sind teilweise mit Therapreta und so. Und die sind wirklich gut. Die gibt es, aber es kommt immer auf die Menge an. Mhm. Ne? Ich würde bei dir im Shop dann, ganz ehrlich, würde ich das voraussichtlich nicht bestellen, weil ich riesengroße Mengen brauche. Eben, eben, ja. Ich bin jetzt dabei, 200 Quickpot-Platten voll Erde zu machen gerade. Da brauche ich halt wirklich große Mengen. Ich habe aber auch schon vor Jahren mal ein Produkt bestellt. Das war sehr gut. Also das gibt es durchaus für kleinere Mengen. Gut, also wir werden einen 10-Liter-Sack anbieten, weil wir können auch, wir haben nicht das Riesenlager, wir können da jetzt nicht riesige 25 Liter oder noch mehr 70 Liter Säcke verschicken. 10-Liter-Sack, wir haben es mal ausprobiert, der reicht für 3, 4, je nachdem auch 5 von diesen 77er Quickpot-Platten ganz gut und das reicht ja für ganz viele aus und wenn ihr halt jetzt nicht in die Baumärkte reinkommt, dann ist das eine Alternative, die wir bieten, wobei ich auch denke, bald werden die Discounter wieder Anzuchterden haben. Und wir wollten jetzt einfach für die was anbieten, die jetzt im Moment partout an nichts rankommen. Gut, dann hat jemand geschrieben, der Salat Wintermarie, der wäre diesem Bacchieu-Salat sehr ähnlich. Den haben wir tatsächlich auch im Shop. Mein Lieblingssalat wurde ich gefragt. Oh, ich esse sehr, sehr gerne Salat. Ich mag den Ciabatta, das ist so ein italienischer Salat, hält sich unglaublich lange und dann alles Mögliche, was diese roten Salate mag ich ganz gerne, aber auch diese Wintersalate. Kann ich also praktisch gar nicht sagen. Gib mir einen Salat und ich mache was Leckeres draus. Jetzt sind natürlich sehr viele Fragen, die einfach vorbeigerauscht sind. Falls irgendwas nicht beantwortet wurde, dann schreibt es doch einfach nochmal mit rein und vielleicht sehe ich. Hier ist eine Frage, pikieren oder eher gleich direkt einzeln säen? Das kommt drauf an, wie viel du brauchst. Also Marcel aus der Gartenoase, der kann das nicht. Jetzt zum Beispiel die Tomaten oder die Chilis haben wir schon ziemlich häufig gezeigt. Das kommt in so kleine Plastikschalen rein, da kommen dann direkt 30 Samen auf einmal und die werden dann pikiert. Wenn ich jetzt zum Beispiel nur, ich weiß, ich will nur 10 Chili-Pflanzen haben, weil ich nicht mehr Platz habe oder nicht mehr Bedarf, dann direkt einzeln da rein und hinterher das Pikieren dann einfach, ja, darauf zu verzichten. Wann kommt die Adventskalender-Auslosung? Ja, ich weiß noch nicht, ob ich ein Video mache. Ich werde es wahrscheinlich so machen. Wir werden das die Gewinner und Gewinnerinnen ermitteln und dann schreibe ich einfach einen Kommentar unter den Teilnahmepost, mache noch ein Herzchen dran. Die Leute sollen sich dann bei mir per E-Mail melden. Und damit da kein Missbrauch getrieben wird, kriegen die einfach irgendein Wort und wenn die das dann noch da drunter posten, weiß ich, okay, das ist diese Person, weil nur diese Person kann dieses Wort dann oder die Zahlenfolge, whatever, kennen und dann kriegt ihr dann das zugeschickt. So. Hier kam eben eine Frage an mich, vielleicht kann ich dir kurz beantworten. Da ging es darum, dass ich ja mit diesen Hanfmatten experimentiere als Substrat für Microgreens oder Sprossengrün. Das klappt tatsächlich sehr gut. Also man kann halt Erde nehmen, irgendein Substrat, das hatte ich ja schon häufiger auch erklärt, dass die Microgreens, die brauchen nicht wirklich Nährstoffe aus dem Substrat, die haben, was sie brauchen für die ersten 2 Wochen, das haben sie im Saatkorn quasi mit drin, im Keimling. Die brauchen also nur etwas
Stabiles zum Anwurzeln. Das kann zum Beispiel dieses Gitter sein, dieses Kresse-Sieb. Oder aber ich habe da diese Hanfmatten eben. Ich mache meist die Microgreens ja vor allen Dingen in großen Schalen. Und da habe ich mir Hanfmatten einfach bestellt, tatsächlich aus dem Kleintierbedarf, irgendwie so Nagerbedarf. Das ist, glaube ich, eine, weiß gar nicht, 25 Meter Rolle oder so, ja. 50 Zentimeter breit. Und da schneide ich mir Stücke raus und lege die in die Matten. Ja, vielleicht ganz kurz, ich habe einen zeitlichen Versatz, aber eben wurde mal eins der Bilder gezeigt, vielleicht haben das die Zuschauer gesehen, das war, ich glaube, Brokkoli-Saatgut, da hat man diese feinen Haarwurzeln gesehen. Ja. Und ich habe das auch auf Instagram erklärt, dass Leute, das ist kein Schimmel, das sieht zwar sehr pelzig aus, aber es ist kein Schimmel, das sind Haarwurzeln. Und daraufhin haben mir ganz, ganz viele Leute geschrieben, oh Mann, und ich habe Sprossen also mehrmals weggeworfen, deswegen, weil ich dachte, es schimmelt und habe es dann schon fast aufgegeben. Also da schaut einfach mal, wo ist dieser Pelz, weil in der Regel ist das an den Sprossen, also an den kleinen Stielen, und das sind ganz, ganz feine Haarwurzeln. Und wenn man die gießt, dann fallen die auch so zusammen, weil die sich dann voller Wasser saugen. Mhm. Also das ist kein Schimmel, das ist relativ normal. Okay, ja. Gut zu wissen. Hier eine Frage, kannst du mir eine milde Chili-Sorte empfehlen? Ja, ist natürlich immer bei Chilis. Was ist für dich mild? Für mich ist noch eine Cayenne oder Cheyenne mild. So alles bis, keine Ahnung, 10.000, 20.000 Scoville ist für mich noch okay ich irgendwie. Andere finden 100.000 noch mild und es gibt Leute, die finden teilweise Gemüsepaprikas schon scharf. Kann ich nicht verstehen. Wir haben jetzt eine drin, die heißt Ula Ula. Ist eine Habanero-Sorte. Die soll wohl fast gar nicht scharf sein. Ja. So, hier schreibt... Ich habe immer wieder gefragt nach dem Bacchieu, nur ganz, ganz kurz. Das ist gar nicht so ein spezieller Salat. Also das, seid nicht traurig, wenn ihr den Bacchieu nicht findet. Ich habe zum Beispiel auch den Wintermarie aus dem Shop von Sascha tatsächlich, weil ich davon auch nicht so viel Saatgut gebraucht habe. Und ich habe den beim Sascha gefunden. Und es gibt viele Salate, die sich auch für den kalten Anbau eignen. Also Wintermarie ist eine Empfehlung. Oder Stuttgarter Wunder. Es gibt mehrere Sorten. Es muss echt nicht unbedingt der Bacchieu sein. Mhm. Leute, es gibt so viele tolle Sorten. Und Salat ist generell, also selbst Kochsalat, der hält auch mal einen Frost aus. Okay, pass auf. Sollen wir mal ein heißes Eisen anfassen? Es kam jetzt irgendwas mit F1-Saatgut, ja. Gesünder, Fragezeichen, mehr Ertrag. Ich bin Samenfest-Fan. Ja, lass mich mal ein kurzes Statement zu samenfestem Saatgut und F1-Saatgut. Also grundsätzlich, das auch der hat ein bisschen auch mit dem Namen von dem Kanal, Self-Bio, ich entscheide selber, ihr entscheidet selber, ihr müsst selber entscheiden, was ihr macht, ob ihr F1 verwendet oder samenfestes Saatgut. Beides funktioniert. Die Sache mit den F1-Hybriden, da gibt es ja verschiedene Abstufungen von, die normalen F1-Hybriden. Das wird, ja, ich glaube, ich habe es schon mal in einem Video erzählt, es gibt zwei Inzuchtlinien und die werden miteinander gekreuzt und um relativ uniformes Erträge dann zu bekommen, gleich große Kohlköpfe, gleich große Tomaten und so, hat mit gesünder oder ungesünder erstmal gar nichts zu tun und genmanipuliert, das müsste auch draufstehen. Also ich glaube, gerade im Privatbereich sind genmanipulierte Organismen in Europa gar nicht erlaubt, aber kann sich auch schon wieder geändert haben. Ich glaube es eigentlich nicht. Samenfestes Saatgut hingegen, also ja, nochmal, und wenn ihr dann von diesen F1-Früchten Samen nimmt, auch dieses Saatgut ist keimfähig. Da gibt es auch Studien zu. Ein Teil wird nicht keimen, ein Teil wird genau diese Sorte wieder sein, die ihr habt. Und ein Teil wird dann irgendwie irgendwelche Merkmale haben. Also es kann sein, dass ihr dann aus einer großen gelben Tomate eine kleine rote bekommt oder sowas. Wäre mir alles viel zu viel Risiko, weil ich ja eigentlich die Sorten haben möchte, die ich auch aussähe. Das Schöne bei samenfestem Saatgut. Gut, also holt euch aus irgendeiner Pflanze aus dem Wald Saatgut, das ist samenfest. Und das sind halt ohne diese Selbstung, nennt sich das, ohne diese Inzuchtlinien.
Das Schöne ist, ihr könnt da relativ sicher Saatgut von nehmen. Saatgut nehmen ist auch nicht so einfach bei einigen Sachen. Ganz oft funktioniert es. Bei Salaten ist es ganz relativ einfach. Bei Kohlgewächsen ist es dann wieder nicht so einfach. Es kann sich nämlich dennoch irgendwas anderes damit reinkreuzen. Also wenn ihr einen blühenden Weißkohl und einen blühenden Rotkohl habt und die bestäuben sich gegenseitig durch Insekten zum Beispiel, dann könnt ihr vielleicht einen Weißkohl mit roten Rändern rausbekommen. Und auch das ist samenfestes Saatgut. Das hat also nichts damit zu tun, weil das ist wohl so ein Missverständnis, dass die komplett... Also, dass die überhaupt gegen Verkreuzung, wie sagt man, hilf mir mal, Linus, geschützt sind. Aber auf der anderen Seite, diese Biosaaten und so, das ist auch derselbe Grund, warum ich Biosaaten anbiete und auch kaufe. Weshalb ich, wenn es geht, Bio-Lebensmittel kaufe. Ich mache es auch nicht immer. Wir haben hier gerade keinen Bioladen um die Ecke. Aber biologisch angebaute Flächen, wenn da jetzt kein Skandal ist oder einer hat irgendwie Mist gebaut oder so, sind halt wesentlich besser für die Natur, weil ganz viele Sachen nicht gemacht werden dürfen. Es darf nicht gespritzt werden mit den meisten Sachen und so weiter. Und auch das gilt dann für Saatgut auf diesen Flächen, wo dieses Saatgut entstanden ist, die werden halt biologisch bewirtschaftet. Und das ist eine gute Sache und dann Man tut einfach was Gutes damit. Wie siehst du das mit dem Biosaatgut oder Samenfest? Also Bio finde ich wichtig und ich finde, da gibt es auch keine Argumente dagegen. Was F1 angeht, ich habe jetzt hier eben gerade, ich lese im Chat auch so ein bisschen mit, habe ich gelesen, so wer auf verlässliche Ernte angewiesen ist, kann F1 Saatgut verwenden. Also ich bin extrem angewiesen darauf, dass sich meine Pflanzen so entwickeln, wie ich es geplant habe. Also verlässliche Ernte, weil ich halt über 8 Monate jede Woche eine Gemüsekiste packen muss für 100 Haushalte mit, darf halt nicht mal eine Kiste randvoll sein und mal eine Kiste irgendwie, dass nur 3 Sorten drin sind. Also ich bin da sehr angewiesen drauf, aber es ist halt auch so die Frage, wie viel Flexibilität rechnet man mit ein, wie viel Risiko rechnet man mit ein. Ich bin der Meinung, man braucht es nicht unbedingt, man muss es aber auch nicht verteufeln. Also es kann auch gute Gründe für F1 geben, für bestimmte Sorten eben zum Beispiel. Es gibt halt zum Beispiel Sorten, die kriegt man ohne diese Kreuzung nicht so gut hin, die sind aber ganz, ganz witzig und sicher auch nicht schädlich oder ungesund. Also sowas wie Zierkohl oder so Flower Sprouts oder wenn man auch sowas mal Bock hat. Einfach mal ausprobieren. Ja, ansonsten sehe ich es halt auch eher so, dass ich habe da so ein bisschen so eine Abneigung gegen, weil ich möchte einfach diesen Trend nicht unterstützen. Also ich weiß von vielen Gärtnereien, die Jungpflanzen zukaufen, die haben fast nur die Möglichkeit, F1 Jungpflanzen zuzukaufen, weil das die Jungpflanzenhändler kaum noch anders anbieten. Und ich möchte diesen Trend nicht unterstützen und ich möchte stattdessen wirklich lieber das immer noch oder am liebsten auch noch viel mehr in Zukunft in diese ganze Züchtungsarbeit und so investiert wird von samenfesten Sorten. Und man kann mit denen gut wirtschaften und gut arbeiten. Und ja, für mich wären Hauptgründe für F1 eben ja klar, dass man natürlich möglichst alles, ein ganzes Feld an 2 Tagen abernten kann, weil alle Pflanzen dann auf einen Punkt erntereif sind und so und dann dieselben Köpfe haben. Aber ich glaube, es geht vor allen Dingen häufig halt auch darum, dass dann Pflanzen so gekreuzt werden, dass sie resistent gegen alles Mögliche sind, keine Pilze kriegen und dann letzten Endes dann halt auch noch, wie bei Tomaten, den Geschmack rausgezüchtet kriegen und eine harte Schale, damit sie halt nicht lange transportiert werden können. Ja, gut. Das. Und da hab ich lieber uralte Tomatensorten, die, wenn ich sie reif ernte, halt einfach nur 2 Tage haltbar sind, weil die so süß sind und so saftig sind. Aber das geht halt in der Direktvermarktung. Aber dazu muss ich auch sagen, viele Leute fragen immer danach nach alten Sorten. Das ist auch so ein geflügeltes Wort geworden. Ihr tut damit den neuen Züchtungen aus dem Bio-Bereich total unrecht. Also es gibt auch neue Sorten, die können super sein. Gut, dazu jetzt kam die Frage, welche Tomate ich empfehle für einen Tomatensalat. Und Moment. Habe ich doch hier so ein schönes Foto.
wir meinen zum Beispiel sowas hier. Das hier aus meinem Kalender, das ist zum Beispiel die Ananas, das war die Ananori und da oben, das ist die German Gold. Inzwischen beides zu meinen Top 10 Lieblingstomaten und was ich mir auch nicht habe nehmen lassen, das war so mitunter das aufwendigste Bild hier. Ja, Sommer, hä? Gut, haben wir denn noch Fragen? Ja, gut, alte Sorten dürfen aber nicht in Vergessenheit geraten. Die wurden praktisch von der EU abgeschafft. Na, von der EU wurden die nicht unbedingt abgeschafft, einige vielleicht, aber es gab früher, noch vor 100 Jahren, als es die EU noch lange nicht gab, hier, egal wo in Deutschland, Regionalsorten. Keine Ahnung, hier gab es 100 Kohlsorten und die haben sich dann teilweise einfach nicht mehr rentiert, weil es bessere Sorten gab, die andere Eigenschaften hatten und die wurden dann einfach von den Züchtern nicht weiter gezüchtet. Und naja, das ist so halt der Lauf der Dinge, weil, keine Ahnung, sonst hätten wir hier in Deutschland, sagen wir mal, 5000 Kohlrabi-Sorten. Wer soll dann noch einen Überblick behalten? Klar, wir brauchen eine Vielfalt, aber man kann halt leider nicht jede Sorte, die es irgendwann mal gegeben hat, fortführen. Und manchmal ist es auch derselbe Züchter, der eine Revision von der Sorte macht, einfach eine Fortentwicklung, dass dann vielleicht die Kohlrabi, die einen super Geschmack hat, dann doch ein bisschen platzfester ist und so. Und klar, dann wird die alte Sorte, die verschwindet dann einfach. Ist traurig, aber ist halt so, weil Saatgutvermehrung und so ist halt sehr, sehr viel Arbeit. Man lässt gerade bei Kohlpflanzen nicht nur eine Pflanze blühen, sondern ich glaube, empfohlen sind 15 bis 20 von derselben Sorte, die dann blühen und sich gegenseitig bestäuben, um wirklich den Genpool aufrechtzuerhalten. Ja, und auch so gezüchtete Resistenzen zum Beispiel. Also beispielsweise Salat, da wird ja ganz, ganz viel gezüchtet, dass die Sorten möglichst mehltauresistent sind, gerade wenn es dann zum Ende der Saison hingeht. Und da ist es so, dass wenn diese Resistenz gezüchtet ist, dann hält die vielleicht ein, zwei Jahre, dann ist es damit auch schon, aber auch schon wieder überfällig. Dann funktioniert diese Resistenz nicht mehr. Das heißt, da muss also auch permanent wirklich viel Arbeit geleistet werden. Und das ist eine schöne Sache, das zu unterstützen und halt nicht Konzerne zu unterstützen, die sich dann eventuell irgendwelche F1-Kreuzungen auch patentieren lassen. Und somit hat nicht nur die Artenvielfalt wird ja geringer, sondern diese Entwicklung würde ja auch dahin führen, dass es irgendwann nur noch drei oder vier große Saatguthersteller gibt. Genau. Und da ist es also schön, wenn man ja tatsächlich auch über Bio-Saatgutanbieter verschiedene Züchtungsinitiativen unterstützt. Dann war hier gerade eine Frage, wann gibt es wieder das Bändchengewebe? Ich denke, wahrscheinlich Ende, Mitte Februar. Einfach auch aus genannten Gründen. Es dauert halt alles ein bisschen länger im Moment, aber es wird es auf jeden Fall wiedergeben und demnächst kommt auch mal ein Video von Marcel und mir, wie man die Löcher da reinbekommt. Wird sicherlich auch spannend. Und die Nadja hatte gerade noch was zum Kalender gesagt. Nadja, ich weiß, du wirst mich jetzt hassen, aber guckt euch mal den September an. Bester Monat hier. Ne, der Oktober. Oktober hier. Da ist nämlich die Nadja, die hat einen eigenen Artikel in den Kalender reingeschrieben. Denn wer das noch nicht weiß, die ganzen Rückseiten sind komplett mit einem Tomatenratgeber bedruckt. Den unteren Teil kann man abnehmen und dann hat man hinterher noch so eine A4-Broschüre und hier der Teil über Tomatenkrankheiten und so, das kann man sich, ja, man könnte sich als Poster zusammenkleben oder einfach irgendwie in die Schublade legen und dann an die Pflanzen dranhalten und so viel schneller dann rauszufinden, was fehlt jetzt meiner Pflanze. Wie lange brauchen Chilis, bis sie keimen? Ja, unterschiedlich. Wenn man sie so hier in einem Keimglas vorziehen lässt, manchmal schon nach zwei, drei Tagen, hängt ein bisschen was mit der Sorte, mit dem Alter des Saatguts ab davon.
Es kann auch mal 3 Wochen dauern, bis man den Keimling der Chili sieht. Also da bitte nicht in Panik geraten, wenn da noch nichts kommt. Und wenn ihr irgendwann, ja, keine Ahnung, ihr habt Angst, da kommt vielleicht gar nichts mehr, das ist verfault im Boden, nehmt euch einen Zahnstocher, macht vorsichtig die Erde weg bei einem und guckt, ob das Korn vielleicht sogar schon eine Wurzel gebildet habt. Und ja. Welche Tomate reift früh? Das war im letzten Jahr die Lilac, inzwischen auch zu meinen Lieblingstomaten gehörend, war bei mir und auch bei Marcel wirklich eine der ersten. Also bei mir definitiv die erste, 3 Wochen vor allen anderen, auch vor der Black Cherry oder so. Wirklich erstaunliche Sorte und gut schmecken tut sie auch. Hallo, kannst du den Ralf bitte grüßen? Ja, Jan, wenn ich den Ralf das nächste Mal sehe, werde ich ihn von dir grüßen. Oder du kannst ihn dir einfach mal selber unter seinen Videos grüßen. Ist natürlich auch eine Sache. Oh ja, ganz schwieriges Thema. Wird es auch ein Video zu geben? Ist auch schon in Vorbereitung. Welches Gemüse braucht wenig Sonne, habe einen schattigen Garten? Ja, dann ist die Auswahl schon nicht mehr so groß, oder Linus? Oh, es gibt eine ganz lange Liste mit Sachen, die auch... Erst ist hier die Frage, was ist Schatten? Also kriegen sie gar keine Sonne, aber so für Halbschatten oder eher schattige Bereiche gibt es eine ganze Menge. Gemüsesorten. Also zum Beispiel Salat freut sich eigentlich, wenn er eher im Schatten wächst. So gerade im Sommer, da ist Salat zum Beispiel recht froh, wenn er nicht in der prallen Sonne steht. Ja, das stimmt, im Sommer. Spinat funktioniert, auch Radieschen funktionieren. Zucchinis funktionieren tatsächlich auch. Also die sind ja sowieso so wuchsfreudig. Es werden nicht so Riesenpflanzen wie in der Sonne, aber man wird schon seine Ernte an Zucchinis haben. Auch Erbsen und Bohnen mögen nicht so gerne pralle Sonne. Also die können es auch gerne schattig haben. Ist halt dann so, dass es vielleicht ein bisschen langsamer wächst. Man hat aber auch weniger Stress mit Bewässerung. Die Pflanzen haben generell weniger Stress. Und da gibt es halt Pflanzen, die reagieren da besser. Auch so Sachen wie Blumenkohl und Brokkoli, die funktionieren auch gut in der Sonne, aber die vertragen beide jetzt nicht, meiner Erfahrung nach, nicht so gut Temperaturextreme. Also zum Beispiel im Frühjahr knalle heiße Tage, kalte Nächte. Also da ist ein eher schattiges Plätzchen auch gar nicht verkehrt. Okay, ich hatte wohl eben den falschen Ralf gegrüßt. Ich soll Jans Onkel Ralf grüßen. In diesem Fall, hallo Jans Onkel Ralf. Schön, dass du zuschaust. Himbeeren mögen auch halbschattig. Ja, kann man machen. Bärlauch mag es auf jeden Fall schattig. Kann ich Radieschen auch im Haus anbauen? Ja, da laufen auch Versuche. Mein erster ist nichts geworden, da sind die Radieschen einfach hochgeschossen. Ich werde es noch mit der Zeit mal ausprobieren. Irgendwann schaffe ich es hier mal so eine Quickpot-Platte, komplett 77 Radieschen, die perfekt aussehen, aus so einem Ding rauszuholen. Aber... Huch, da war ja noch Erde drin. Upsi. Dem Laptop ist nichts. Moment, ich muss mal gerade. Was super funktioniert übrigens im Haus oder auf einer Fensterbank oder auf dem Balkon, ist einfach Schnittsalat. Also Asiasalatmischung oder Schnittsalatmischung. Selbst in kleinsten Töpfchen oder in Blumenkästen klappt das richtig toll und man kann den halt mehrmals beernten. Also man kann den immer frisch runterschneiden, fast bodentief abschneiden und dann 3-4 Mal bestimmt beernten. Und das wächst eigentlich überall. Guck dir und das sehr, sehr schnell. Jetzt mache ich sogar hier im Livestream eine Riesensauerei hier. Oh mein Gott. Ja, okay. Ja, im Chat kannst du gerade lesen, der Apple ist jetzt auch gedüngt. Ist nicht mal meiner hier. Gehört dem Alex, dem mir bei der Technik ein bisschen hilft. An dem, ja, vielen Dank, Alex, dass du heute da bist.
Ja, aber das mit den zwei Kameras klappt ganz gut, ne? Wir haben jetzt zwar nicht so viel hier zum Zeigen, aber ja, finde ich ganz gut. Ist ja, wie gesagt, auch erster Livestream, muss noch nicht alles so perfekt sein. Vielleicht schaffen wir es ja auch mal, jemanden dann einzublenden, der dann auch dabei ist. Weil ich finde es halt bei einem 2 Stunden Livestream, wenn jemand nur einen Monolog führt, das ist dann auch vielleicht ein bisschen langweilig. Und ich unterhalte mich ja ganz gerne mit anderen Leuten. Haben wir noch Fragen? Wird es irgendwann eine Haube für die Standard-Quickpot-Platten geben? Wir haben bei der Herstellerfirma nachgefragt. Das ist nicht geplant. Das ist Dänenmaß, ist so ein internationaleres Maß. Und die Haube, das ist die hier, die kommt dann hier drauf auf die Quickpots. Und ja, ich setze wahrscheinlich morgen in den Shop rein. Werden auch nicht so einfach zu versenden. Ja gut, da kann man jetzt nicht so viel sehen. Ja, aber man hat auf jeden Fall ein sehr stabiles mit den Quickpots unter Zimmergewächshaus. Beziehungsweise ewig dürfen die Pflanzen auch nicht drin sein. Man muss ab und zu mal lüften, damit sich kein Schimmel bildet. Ja. Wie kann man eine behandelte Süßkartoffel zum Treiben bringen? Ja, höchstens mit Geduld. Also, wenn die behandelt ist, auch behandelte Kartoffeln treiben ja hin und wieder aus. Lieber irgendwie eine unbehandelte besorgen. Kannst du was über dich und deine Geschichte erzählen? Was hast du so gemacht? Naja, interessiert das denn irgendjemanden? Keine Ahnung. Ja, ich bin selbstständig, eigentlich mein Leben lang, habe direkt eine Firma gegründet, war lange Zeit, auch mal Jahre, wo dann gar nichts gelaufen ist. Aber wenn ihr halt, ja, man muss halt immer am Ball bleiben, falls irgendwelche von euch selber selbstständig sind und es jetzt im Moment nicht so gut läuft oder ihr was Neues anfangt. Aber das hat für mich einfach eine Lebensqualität, mehr selber entscheiden zu können. Und dazu kommt, ich bin kein Frühaufsteher. Also ein Job, wo ich um 6 Uhr da sein müsste, das wäre gar nichts für mich. Du als Landwirt, du musst früh aufstehen, ne, Linus? Ja, ich bin aber auch eher so der, also ich kann nicht mehr schlafen, wenn es draußen hell ist. Und im Sommer, wenn es um 5 Uhr hell ist, dann bin ich einfach wach. Okay, Das war im hier. Studium schon die Hölle. Also wenn ich um 3 von der Party nach Hause gekommen bin, dann war ich um 5 wieder wach und dann war der Tag gelaufen. Aber ja, das sollte man schon. Ja, Garten-YouTuber-Treffen in Erftstadt wird es wohl nicht geben dieses Jahr, Fragezeichen, fragt Melanie. Wissen wir noch gar nicht. Also wir sind da komplett offen, wahrscheinlich nicht im Mai, aber vielleicht zu einem späteren Zeitpunkt. Da lohnt sich jetzt auch nicht groß was zu planen. Ich habe zwar schon mit den Leuten geredet, aber der allgemein, wir müssen abwarten. Und wenn das wie im Moment das jetzt wäre, ging ja gar nicht. Es ging ja auch letztes Jahr schon nicht. Und lasst uns da nicht groß was planen. Wir sind auch bereit, schnell was auf die Beine zu stellen. Und wird vielleicht nicht mit so einer ganz langen Vorankündigung sein, aber wir schauen da einfach mal und hoffen aufs Beste. Mehr kann man ja sowieso nicht machen. Hast du Kam ein Kartoffelsa paar Fragen zu. Warte mal, Ja, sorry. hast du Kartoffelsamen schon mal ausgesät? Ich persönlich nicht, aber die Nadja vom Kanal Neues vom Landei, ich weiß, die war bis eben auch noch da. Hi Nadja. Ich glaube, die hat ein Video dazu, wie sie Kartoffelsamen selber genommen hat und das dann auch erfolgreich ausgesät. Aber im ersten Jahr, was dann an die Pflänzchen kommt, ist erstmal ein bisschen enttäuschend. Aber wenn man wirklich sehr seltene, tolle Sorten hat, wo man sonst nicht drankommt, da lohnt es sich auf jeden Fall, sich die oberirdischen Früchte mal zu nehmen, ausreifen zu lassen und sich dann das Saatgut davon zu nehmen. Aber wie gesagt, da hat die Nadja, glaube ich, ein sehr schönes Video auf dem Kanal. Du wolltest jetzt was sagen. Ja, die Frage wurde aber auch schon beantwortet. Es ging jetzt immer mal um Kräuter. Wir hatten ja eben schon, da wurde geschrieben, die meisten Kräuter gedeihen auch gut im Schatten. So, jein. Es darf dann nicht zu feucht sein. Also gerade für Kräuter, sowas wie Oregano, Rosmarin, Thymian, das sollte nicht unbedingt zu feucht sein. Müsst ihr euch vorstellen, die mediterranen Kräuter, die wachsen halt eigentlich ja in sehr sandigem, nährstoffarmen
und auch mal halt sehr, sehr trockenen Boden. Deswegen, jemand schrieb eben gerade, mein Rosmarin geht immer kaputt, also nicht unbedingt in normale Gartenerde stecken. Wenn du eine lehmige Erde zum Beispiel hast, dann abmagern mit Sand, mit Vulkan, auch gepufften Vulkangestein oder sowas. Also sehr, sehr durchlässig, nährstoffarm und bestenfalls sandig. Dann irgendwer fragte noch, was hast du studiert? Ich habe ich hab mal ein Examen als Mathelehrer gemacht. Oh, cool. Aber ich hab auch nichts Vernünftiges gelernt, wahrscheinlich. Ja, ich vermisse das im Moment auch. Ich unterrichte hier bei dem Gymnasium, wo ich selber war, normalerweise einmal die Woche, hatte im letzten Jahr eine 5., 6. Klasse, so eine Video-AG als Pflichtfach. Und der Alex, der kennt mich von da. Das war damals noch eine freiwillige AG, einfach so ein bisschen Medien und so. Ich vermisse das total. Ging nach den Sommerferien jetzt wieder, im Moment nicht, aber bald geht es bestimmt wieder los. Und ja, da war noch die Frage, Süßkartoffeln, kann man die direkt in die Erde stecken? Ja, kann man schon, aber ich würde es wirklich nicht empfehlen. Sieh zu, dass du die Süßkartoffeln zum Treiben gibst, da haben wir, glaube ich, eine ganze Playlist, aber wenn ich das nicht als Playlist gemacht habe, dann zumindest diverse Videos über Süßkartoffeln auf diesem Kanal. Schau dir das mal an, Marcel und ich, wir erklären das da wirklich ganz genau, wie man das macht. Und ja, es würde funktionieren, aber macht's besser nicht. Knoblauchsrauke mag Schatten unter Laubbäumen. Ja, Knoblauchsrauke ist eine total spannende Pflanze, wächst bei uns im Wald. Dummerweise immer genau nicht mitten im Wald, sondern an den Rändern von den Wegen, wo da natürlich jeder Hund sich daran erleichtert hat. Ja, aber ansonsten klasse Pflanze mit einem tollen Geschmack. Hast du mal vor, dir Oliven in den Garten zu pflanzen? Hätte ich einen riesigen Garten, ja, dann hätte ich Oliven da drin. Dann hätte ich Feigenbäume, Olivenbäume, diese frostfesten da drin. Habe ich aber nicht und deshalb eher nicht. Bis wann kann man Rosenkohl wachsen lassen und ernten? Habe meinen noch stehen und könnte eben auch noch wachsen. Wann müsste der spätestens weg? Also solange die Röschen noch nicht aufgehen, ruhig stehen lassen. Der ist auch relativ kälteunempfindlich. Bei Marcel, da steht auch noch die Hälfte. Das geht jetzt langsam immer in den Verkauf rein, genau wie die Kohlröschen. Und je nachdem, falls ihr das im letzten Jahr zu spät gemacht habt und die Röschen sind noch total klein und es wird ein bisschen wärmer, ruhig noch ein bisschen Dünger geben. Der wird zwar sehr schnell blühen, aber da gibt es noch eine ganz andere Sache, was ihr damit machen könnt. Ihr lasst einfach die Röschen austreiben. Da kommen dann so total zarte Triebe dran mit Blütenknospen. Schneidet die ab in Dampfgarer damit. Ganz kurz nur und dann in der Pfanne mit Olivenöl braten. Das ist echt die geilste Art, wie man Rosenkohl essen kann. Und das ist natürlich was, das werdet ihr niemals irgendwo kaufen können. Wobei ganz lustig, ich war letzte Woche in so einem anderen Großmarkt drin und da stand wilder Blumenkohl, 300 Gramm, 6,99 netto, also ich glaube an die 7 Euro. Das waren einfach, wenn Blumenkohl schießt, die Blume, dann kommen so einzelne Äste. Das waren einfach diese Äste und 300 Gramm für über 7 Euro, muss man sich mal wegtun. Also lasst euren Blumenkohl einfach mal stehen und ihr werdet reich. Ab welchem Alter sollten Paprika-Chili gedüngt werden? Ja, einfach dann, wenn man sie umpflanzt. Also wenn ihr die jetzt nicht wie ich einzeln pflanzt und lasst die relativ lange da drin. Also ich würde sagen ungefähr so ab 5-6 Zentimetern. Da kann man schon mal ein bisschen, also entweder man topft die dann in eine Pflanzerde rein, wo eh schon Dünger drin ist, oder man gibt ganz, ganz dezent Dünger mit ins Gießwasser rein. Gibt es ja auch, muss ja kein chemischer Dünger, nichts Synthetisches sein. So.
Kannst du eine Multiflora-rote Tomatensorte empfehlen? Ja, bei uns im Shop gibt es die nicht. Wir haben halt nicht alle Sorten. Viele Sorten sind als Sorten so gar nicht zugelassen. Da gibt es halt so Tauschbörsen im Internet, wo der Heinrich in unserem Projekt das 100-Sorten-Gewächshaus vor, ich glaube schon 3 Jahren, der hatte so eine polnische Sorte besorgt, Megacron Cuzzola oder so. Ich kann es wahrscheinlich gar nicht aussprechen. War eine super Sorte. Dann gibt es die Rose Quartz, die hatten wir letztes Jahr im Tunnel stehen. Als ich das erste Mal probiert habe, dachte ich mir nur, pfui, das schmeckt ja nach gar nichts. Wasser ist super geschmacksvoll dagegen. Dann hatten wir die mal 2 Wochen länger stehen lassen und auf einmal hat die super geschmeckt. Also ganz kurios, ist aber auch ganz typisch für die Geschmacksbildung von verschiedenen Tomatensorten. Nicht direkt probieren, wenn die erste rot ist, und das dann sagen, nee, die Sorte ist nichts. Lass das wirklich mal richtig vollreif werden, dass die auch so ein bisschen weich ist und manche entwickeln da wirklich ein sehr, sehr geiles Aroma. Womit ich dünge, war jetzt die Frage. Ich denke mal, die ist an mich. Ja, meine Nachbarin hinten in meinem Garten. Ich hatte ja diesen doppelten Komposthaufen, diese Kompostwirtschaft angelegt und in dem Teil mit der zerfallenen Erde, da war jetzt ein ganz großer Berg an Pferdeäpfeln. Und da habe ich mich sehr drüber gefreut. Die werden jetzt mit dem gut zerfallenen Kompost untergemischt und dann kommt das in den Boden rein. Im Frühjahr aber erst. Und ansonsten Hornspäne, später Brennnessel und andere Pflanzenjauche als schnell wirkender Flüssigdünger. Schafwollpellets habe ich. Also ich probiere da immer noch selber Sachen aus. Kam eben die Frage Unterpflanzung von Tomaten. Also ich habe schon Basilikum probiert und Tagetes. Beides ist hübsch, beides funktioniert gut und beides hat halt so einen Mischkultureffekt. Das Genau. vor allem, dass es Viren, Krankheiten und einige Schädlinge abhält. Basilikum macht man deswegen auch häufig, weil Basilikum eine ziemliche Diva auch ist und nicht gut im Freiland funktioniert. Und wenn man im Tunnel jetzt nicht unbedingt extra Platz dafür belegen will, oder im Gewächshaus dann einfach unter Tomaten pflanzen. Das kann ich noch ein bisschen erweitern, die Liste. Wassermelonen haben super funktioniert. Honigmelonen habe ich auch schon mal gesehen, aber eher Wassermelonen. Dann Neuseeländer Spinat. Das ist dann ja praktisch gleichzeitig so eine Art Mulchschicht. Ganz kurz, Alex, warum werde ich manchmal so groß, der Bildausschnitt? Warum macht er das? Komisch. Naja, egal. Kamille funktioniert wohl auch sehr gut und macht, gut, man weiß es nicht. Einige sagen, das macht ein bisschen was am Geschmack. Petersilie und all die Sachen, die die Leute jetzt da reinschreiben. Ja, auch nochmal Petersilie, Salat. Genau, Salat hatte ich auch gerade am Anfang, wo die Tomaten noch nicht so hoch sind. Oder am Rand, dann, wenn man einen Tunnel hat. Das funktioniert alles super, auch mit dem Salat. Das Gute bei Salat ist, also es ergänzt sich deswegen so positiv, hatte ich auch schon, dass die Tomaten den Salat beschatten. Der Salat mag ja die pralle Sonne nicht so unbedingt. Und der Salat wiederum den Tomaten ganz gut tut, weil er eben die Erde vor Austrocknung schützt, wegen durch die Bodenbedeckung. Ja. Bau mal eine Wurmkiste, um sie mit deinem Biomüll zu testen. Ja, Wurmkiste steht tatsächlich auch ein bisschen auf meiner To-Do-Liste, wie ganz, ganz viele andere Sachen auch. Also Videoideen werden mir erstmal nicht ausgehen. Hab da ein paar extrem coole Ideen für dieses Jahr. Spreche ich aber noch nicht drüber, weil da würde ich mich dann ja selber unter Druck setzen. Ich hatte ja auch schon mal vor Jahren gesagt, hier bei mir hinterm Haus würde ich gerne ein Gewächshaus, wie Marcel hat, in klein selber schweißen. Ich sag's mal so, das Schweißgerät steht schon im Keller, nur die Zeit, das zu machen, war bis jetzt noch nicht da. Aber der Plan bleibt bestehen. Irgendwann werden wir euch zeigen, wie man so ein Gewächshaus in klein komplett selber schweißt. Und das hat natürlich dann eine total super Qualität.
und wahrscheinlich viel stabiler als irgendwas mit Doppelstegplatten oder irgendwelchen Alurohren, weil da arbeitet man richtig mit Eisen und Stahlstreben und den ganzen Sachen. Bin ich selber drauf gespannt, aber wie gesagt, ich darf mir da irgendwie nicht zu sehr viel Druck machen, indem ich irgendwelche Sachen ankündige und dann werde ich immer nachgefragt. Hast du schon mal mit Guano gedüngt? Ne, mit Guano habe ich tatsächlich noch nicht gedüngt, aber ich weiß, der Ralf hatte das mal gemacht. Ob er zufrieden war, weiß ich gar nicht. Wie biegst du die PE-Rohre? Ja, das ist ja, ich denke, jetzt geht es um diese für die Gemüseschutznetze, PE-Rohre, wo wir schon mal bei Markennamen nennen sind. Ich werde immer gefragt, wo kriegst du die her? Ich gehe in den nächsten Baumarkt, ist bei uns der Bauhaus, und da in die Elektroabteilung, die haben diese Unterputzrohre. Größe, ich glaube, die Größen, die es da gibt, ich meine, das sind 2 Meter noch was. Das Beet darf natürlich dann auch nicht zu klein sein. Wenn ihr so ein Rohr auf so ein Stück biegen wollt, das wird brechen. Lieber ein bisschen mehr, aber für ein 1,20 Meter Beet hat das super funktioniert und da ist gar nichts gebrochen. Hallo, was ist Guano? Guano ist die, die Fäkalien von Seevögeln, Möwen, Pinguine und solche Tiere. Ich habe noch was zu den Rohren. Ich habe das viel mit experimentiert die letzten Jahre. Andi sagt Aufputz. Also das sind Elektroinstallationsrohre, so heißen die meisten. Genau, genau. Die haben das funktioniert ganz gut, die haben aber den Nachteil, wenn man die mehrere Jahre benutzt, die werden durch die UV-Strahlung werden die porös. Und es kann sein, dass die dann nach 2, 3 Jahren brechen. Bisschen teurer, aber längerfristig nutzbar, mindestens genauso gut nutzbar sind PU-Schläuche. Ja. Also kann man sich diese Rollen kaufen, diese schwarzen PU-Rohre oder PU-Schläuche, 25 mm reichen da aus. Kann man sich eine 25-Meter-Rolle kaufen, für, Abschnitte schneiden. Das funktioniert auch und die werden halt nicht spröde. Und was man machen kann, das ist aber auch sowas, das kann man eigentlich nicht verschicken. Wir hatten auch schon überlegt, da selber was anzubieten. Das ist Federstahl. Federstahl wird auch in Gärtnereien gerne verwendet. Nur das sind dann halt 2, 3 Meter Sachen und das ist dann direkt Sperrgut. Und das lohnt sich nicht. Lieber mal in der Schlosserei vor Ort anfragen oder im Baumarkt, ob die euch Federstahl besorgen können. Das funktioniert wohl auch recht gut für solche Gemüseschutzbögen, auch für Hochbeete, weil die sind halt biegbar. Ne? Also ich habe auch Federstahl, aber da bezahle ich auch 150 Euro Porto, wenn ich das bestelle. Ich muss also eine größere Menge bestellen gleich. Wahnsinn. Aber genau, es gibt einen Handwerkerversand, so gibt es Draht, Eisendraht auf Rollen. Mhm. Also der heißt auch Eisendraht, der ist verzinkt, der rostet nicht. Den gibt es in 2 mm, 3 mm. Aus meiner Erfahrung, 3 mm ist zu dünn, der knickt gleich durch. Um die 4 mm, 4,2 gibt es häufig. Da braucht man aber auch schon einen Bolzenschneider, um sich da Stücke abzuschneiden. Da reicht es kein einfacher Seitenschneider mehr. Das geht auch. Dann war jetzt die Frage, ich wollte doch mal was mit Bewässerung, Tröpfchenbewässerung machen und anbieten. Ja, der Plan steht immer noch. Im letzten Jahr absolut nichts zu wollen, dass da irgendwas geht, weil die Lieferketten, also es kam nichts mehr nach Deutschland rein. Was es wohl geben wird, so viel kann ich schon mal sagen. Wir haben die Kooperation mit FVG-Folien und da wird es ein komplettes Set für die entsprechenden Tunnelgrößen geben und mit Marcel zusammen werde ich dann in dem nächsten Schritt die einzelnen Teile anbieten für euch. Dass ihr das dann an euren Garten anpassen wird. Aber das so ein Set, das macht man nicht mal eben. Und es macht auch keinen Spaß, wenn man jetzt, keine Ahnung, sich was kommen lässt und denkt, ja, das ist super, da kommst du ja ganz lange mit aus. Und dann ist das schon nach 2 Tagen ausverkauft und oder nach einer Woche. Und dann muss man erst wieder 3 Monate oder noch länger warten, bis ihr das nachbestellen könnt. Also, wir wollen das halt richtig planen, dass wir auch in Zukunft nicht so häufig Lieferprobleme mit irgendwelchen Sachen haben. Dann sehe ich hier, Johanna Landleben und Küche ist da und ganz viele andere. Hallo zusammen, schön, dass ihr alle da seid.
Immer noch über 500 Leute hier, super. Früher, zu Schulzeiten, hätte ich mir das niemals vorstellen können, irgendwie vor Leuten, also 6., 7., 8. Klasse, ich wäre gestorben, wenn ich jetzt gedacht hätte, du musst vor Leuten sprechen. Irgendwann später ging es dann und mit den Videos, die Geschichte dazu, mein erstes Video, da hatte der Max vom Gartenkanal mich gefragt, da war irgendeiner wegen dem Adventskalender abgesprungen. Ob ich das nicht machen möchte, habe ich gesagt, ja komm, was soll's. Und dann saß ich ähnlich wie jetzt an einem Tisch, da stand die Kamera und ich hatte erstmal, die lief und ich habe erstmal 20 Minuten gar nichts gesagt, habe kein Wort rausgebracht, bis ich dann irgendwann gedacht habe, komm, das machst du jetzt einfach mal. Ja, so wächst man halt in die Sachen rein. Hier geht es wohl gerade um Trauermücken. Da wurde schon Neem vorgeschlagen. Was machst du gegen Trauermücken? Beziehungsweise deren Larven? Also ich habe wirklich noch nicht oft und noch nicht wirklich schlimme Probleme gehabt. Nematoden, klar, das habe ich auch schon oft gehört. Das ist auch so die typische Empfehlung. Als ich mal Probleme hatte, habe ich auch Erde gewechselt, weil ich denke, das ist das Einzige, was wirklich zuverlässig hilft, wenn der Befall schon da ist. Vielleicht hatte ich Glück, vielleicht hat es aber auch geholfen, gerade bei sowas wie Paprika, Tomaten und so weiter, wenn ich die in die Töpfe setze, dann decke ich die Erde in den Töpfen oben sehr dick, entweder mit Sand oder mit Vermiculit ab. Das soll die Trauermücken davon abhalten, Larven in die Erde zu legen. Genau, schreibt auch gerade jemand Sand auf die Erde. Ja, und weniger gießen. Natürlich brauchen die Pflanzen Wasser. Deswegen, ich habe meine Töpfe alle in so großen Wannen stehen und gieße Tomaten, Paprika und so weiter alle nicht von oben, sondern ich gieße nur unten in die Wannen und die Pflanzen holen sich die Feuchtigkeit dann. Beziehungsweise die Erde hat ja auch so eine Kapillarwirkung und saugt sich dann voll. Damit bin ich immer sehr gut gefahren. Ja, also Erde oberflächlich nicht feucht und abdecken mit Sand oder Vermiculit. Ja. Dann gibt es noch so eine andere Geschichte, wo ich gerade meinte, zu Schulzeiten hätte ich mich das nie getraut. Gut, das ist jetzt relativ anonym vor der Kamera, aber vor ungefähr 10 Jahren, ich hatte ja gesagt, ich bin aus dem Bereich Werbung, Marketing, immer selbstständig gewesen, hat man ein großes Projekt für einen Kunden gemacht, der zum Glück mein Onkel war. Der hat so eine Firma für internationale Jugendfußballbegegnungen und die haben da teilweise in Spanien Turniere mit 30.000 Leuten. Tolle Sache. Und ich kam auf die Idee, lass doch mal so ein Social Network, da war Facebook noch gar nicht so groß, ist auch schon länger als 10 Jahre her, programmieren. Und ja, dann haben wir mit dem zusammen so ein Projekt gemacht und es lief aber nie so richtig. Facebook wurde dann immer stärker und diese SV-Netzwerke da, StudiVZ und sowas, trotzdem dann bin ich da mal runtergeflogen zu einem der Turniere und irgendwie von den Mitarbeitern, ja, die haben den Leuten dann mal so ein paar Flyer in die Hand gedrückt und ich habe gesagt, hier, ihr müsst denen das doch mal anders sagen, die kriegen ja gar nichts davon mit. Und da dachten die sich so, ja, komm, wenn der Klugscheißer das besser kann. Sascha, heute Abend ist die Abschlussveranstaltung, dann sagst du doch mal vor dem Mikrofon was. Also ich dann, ja, gut, kein Problem, mache ich. Ja, als ich dann erfahren habe, dass da 12.000 Leute vor Ort waren und ich dann auf einmal sprechen sollte, da ging es mir an dem Tag dann doch ein bisschen anders. Ja gut, aber am Ende, man überwindet sich irgendwie und wächst dann an solchen Sachen. Trotzdem, es war schon ein sehr spannender Tag. Gut, hatte jetzt nichts mit Garten zu tun, kleine Geschichte am Rande. Du hattest mir heute Morgen noch was geschrieben. Du hattest irgendwas wegen dieser Vernalisation, wolltest du noch sagen. Wollte ich dich fragen, wollte ich dich. Mich wolltest du fragen. Ja, also ich bin, vielleicht haben auch die Zuschauer da Tipps. Ich glaube, fast alle Hobbygärtner in Deutschland kennen jetzt den Begriff Vernalisation, weil du den eingeführt hast mit Marcel. Also quasi die Blühinduktion. Ich habe mich damit auch schon mal so fachlich beschäftigt. Es gibt ja verschiedene Gründe dafür, warum das passiert.
Das kann auch rückgängig gemacht werden, dieser Effekt. Das sind Revernalisation. Aber Wow. grundsätzlich, alle, die jetzt Jungpflanzen anbauen wollen, man kann das drin machen und Wachstumslampen, stabile Bedingungen, alles cool. Man kann natürlich auch sagen, ich stelle mir jetzt Jungpflanzen ins ungeheizte Gewächshaus oder ins Frühbeet. So, und da gibt es natürlich nochmal kalte Nächte, da friert es dann nochmal. Und wo mir jetzt noch so die Erfahrung fehlen, ist, welche Pflanzen sind besonders anfällig dafür? Also meiner Erfahrung nach, Kohl. zum Beispiel setze ich kein Chinakohl, Brokkoli, Blumenkohl, die setze ich jetzt nicht unbedingt raus, dabei weiß ich, wenn die halt Frost abkriegen und Stress haben, die gehen dann schnell in die Blüte. Aber Möhren. Find ich halt ganz spannend, ne? Was sind da so Erfahrungen? Was kennst du, was kennen die Zuschauer? Ja, also ich kenne, also wie gesagt, es geht um diesen Kältereiz, dass wenn die Pflanze im kleinen Stadium nochmal Frost oder zu niedrige Temperaturen abbekommt, dass die sich denkt, so, jetzt bist du im zweiten Jahr, hast jetzt einen Winter überstanden, dabei ist ja gerade erst gekeimt und ein paar Zentimeter groß und jetzt kannst du Blüten und Saatgut dann bilden jetzt bin ich gerade ein bisschen irritiert, weil das Ding gerade gepiepst hat und Linus weg ist. Der ruft vielleicht aber gleich wieder an. Naja, auf jeden Fall fängt die Pflanze dann, auch wenn sie so klein ist, schon an zu blüten oder dann erst später. Da ist er wieder. Da bist du wieder. Hallo. Hallo. Und ja, das ist natürlich doof, weil man merkt es teilweise viel zu spät. Das Problem hat aber auch Marcel. Der hatte das zum Beispiel im Sommerlauch zu früh gesetzten Teil, deshalb hat er es in zwei Sätzen gepflanzt, den Porree, weil ihm da 10% auf einmal angefangen haben rauszublühen. Also ich kenne es von Kohl, ist problematisch, ich kenne es von, also vor allen Dingen Kopfkohlen, ich kenne es von Lauchgewächsen, Zwiebeln, Porree, Knoblauch jetzt weniger, weil, na gut, der kann ja ruhig blühen, und von Möhren. Möhren kann auch ein ziemliches Problem sein, dass dann einige blühen. Und von Zuckerrüben und wahrscheinlich dann auch von allen anderen Rüben, nur das habe ich selber noch nicht gesehen. Da hatte mich damals der Bauer Willi darauf hingewiesen, wenn du dann Fehler machst, dann blüht dir ein halbes Zuckerrübenfeld und das darf natürlich nicht sein. Geht natürlich dann auf Kosten der Fruchtqualität. Ja, wie lange haben wir denn noch? 20 Minuten. Ich würde sagen, habt ihr noch Fragen? Ja, es wird so oft gefragt, ob Orago ins Ausland, Niederlande liefert. Hatte ich eben ja schon mal gesagt vor einer Stunde. Im Moment leider noch nicht. Da fehlen uns total die Kapazitäten zu, weil da hängen total viele Sachen. Teilweise der Zoll, teilweise das Steuerrecht in dem jeweiligen EU-Land. Es ist alles nicht so einfach, wenn man das sich selber damit noch nicht beschäftigt hat. Aber irgendwann, also wir planen es, aber ich kann noch nicht sagen, wann. Was macht ihr gegen die weiße Fliege? Also ich persönlich finde die weiße Fliege nicht so schlimm. Da gibt es eine schlimmere, das ist diese mehlige Kohllaus. Das ist wirklich ekelhaft. Dann ist der Kohl wirklich dick mit so einem grauen Mantel an Läusen überzogen. Die weiße Fliege finde ich noch relativ angenehm, ist ja eine Blattlaus und das Weiße, was die absondert und was an den Blättern dran ist, das ist Wachs und ja, heißes Wasser drüber und man kann es dann einfach abwaschen. Ansonsten. Aber nee, nicht ganz. Wenn die ein bisschen länger dran sind, zum Beispiel oder vor allen Dingen am Grünkohl, an der Unterseite der Blätter, dann verkapseln die so und dann kannst du es nicht mehr abwaschen und dann ist es richtig eklig. Ja, ich habe meinen kompletten Grünkohlbestand verloren durch die weiße Fliege jetzt im Herbst. Das ist nicht so schön. Aus dem Grund baut Marcel keinen Grünkohl mehr an. Gemüseschutznetze, das Allerengste, was es geht, aber da muss man wirklich in der Kulturführung schon aufpassen. Oft trägt man sich das schon mit den Jungpflanzen rein. Oder ist es was in der Erde? Oder ist es vom letzten Jahr noch was in der Erde? Ich weiß nicht. Gut, irgendein konventioneller Landwirt könnte irgendwas spritzen. Ich weiß nicht, ob Neem funktionieren würde. Ich schätze es mal schon, weil es ja eine Blattlaus ist. Und dieses Neem, dieser, was da drin ist, das greift ja irgendwie in diese Chitin-Biosynthese ein.
Das ist eigentlich gegen alle beißenden Insekten gut geeignet. Also ich habe ein super Mittel gegen die weiße Fliege. Ich war nur zu nachlässig, ich habe es nicht regelmäßig eingesetzt. Ansonsten hilft das gegen Erdflöhe vor allen Dingen bei mir und gegen die weiße Fliege sehr, sehr zuverlässig. Und zwar ist das Rapsöl im Wasser. Okay. Also einfach auf einen Liter Wasser 30 bis 50 Milliliter Rapsöl und einen Tropfen Spüli als Emulgator. Das dann vermischen. Und wenn du das an die Unterseite zum Beispiel vom Grünkohl oder wo auch immer die weiße Fliege hängt, das dann aussprühst, dann hast du nach 2 Minuten ist dann der Boden darunter bedeckt mit weißen Fliegen. Das ist nicht schön für die weiße Fliege, aber es ist als Mittel sehr effektiv und die Pflanzen macht es nicht aus. Man muss es aber halt wirklich schon dann auch im Blick behalten und regelmäßig einsetzen, wenn da so ein starker Befall schon da ist. Ich hatte das ein bisschen versäumt. Und wenn die, wie gesagt, dann die Eier oder sowas, was dann ist von der weißen Fliege, alles schon so verkapselt ist, das ist nicht mehr so appetitlich. Okay, dann war eine Frage, was hilft gegen die Gemüseeule? Da hatte ich dieses Jahr auch Probleme mit. Die Gemüseeule ist eine Motte und die Raupen fressen Tomaten, Chilis, alles an. Nicht nur die Blätter, auch die Früchte. Also die gehen auch an Carolina Reaper dran. Die scheinen da komplett immun gegen zu sein. Konsequentes Absammeln hilft. Und was auch hilft, sind BT-Produkte. BT-Produkte, das ist ein kristalline Substanz aus dem Bacterium thuringiensis, ist für den Bio-Landbau zugelassen und geht an Schmetterlingsraupen dran. Und wenn man das jetzt in seinem Gewächshaus, wo eh keine anderen Schmetterlingsraupen drin sind, kann man überlegen, ob man das darin machen würde. Im Freiland würde ich es jetzt vielleicht nicht machen, weil, muss ja nicht sein, wir haben eh zu wenig Schmetterlinge. Und dann war da eine Frage, ob es nochmal ein Treffen in der Gartenoase geben wird nächsten Sommer. Ja, wenn die Situation das zulässt, haben wir auf jeden Fall geplant, dass da irgendwas stattfindet. Es gibt auch, glaube ich, mal ein paar Feiertage hintereinander. Wenn man es nicht als Treffen machen kann, dann wie in diesem Sommer einfach als verkaufsoffener Samstag. Das war auch, hatten auch ein paar in den falschen Hals bekommen, das war kein YouTuber-Treffen so. Das war einfach, der Hofladen war offen und ich bin dann in Fünfergruppen mit den Leuten einmal durchs Gelände, habe Führungen gemacht und das war auch schon alles. Also ich glaube, da ist es gerade in jedem Supermarkt gefährlicher. Also ja. Und ich sehe gerade so aus dem Augenwinkel hier, ihr werdet das nicht sehen, ich glaube, es schneit bei uns. Ja, genau, der Jens war da im Sommer. Ich sehe gerade, der Nils ist da. Der Nils, auch noch relativ jung, ich glaube 18 oder 19, hat einen schönen Kanal Saatenvielfalt. Den Nils kenne ich auch schon seit vielen Jahren. Der wohnt ja, aus Bonn ist er, ist ja auch nur ein paar Kilometer hier von Frechen und Köln entfernt. Und ja, hat jetzt ein sehr schönes Video über den Hof gemacht, wo er so ein freiwilliges soziales Jahr gemacht hat. Schaut euch das an, hat er echt super geschnitten. Und ich weiß, sowas ist sau viel Arbeit. In Hannover schneit es nicht. Na, Tobi, das kommt noch. Ja, der Nils, der wollte auch im Herbst mal vorbeikommen hier und wir wollten was bei mir im Garten bauen. Ging jetzt auch nicht, verschieben wir einfach aufs Frühjahr und dann, wann es wieder geht. Genau. Welche Technik verwendest du für euren Kanal? Ja, gut, da wüsste ich jetzt nicht, wo ich anfangen soll. Ich muss dazu sagen, ich mache das auch zum Teil beruflich. Ich hatte gesagt, Medien und Werbung, deshalb habe ich gewisses Equipment. Aber das ist auch
Wo andere mit 18 ihr erstes Auto hatten, hatte ich damals, wollte ich noch Tontechniker werden, mein erstes Mischpult und habe auch einen Führerschein erst mit 29 gemacht, weil mir das relativ egal war. Und heute, ich bin halt total technisch begeistert, was Kameras, Mikrofone, Objektive und all diese Technik anbelangt. Das ist so ein bisschen mein Hobby. Aber wenn ihr mit dem Kanal anfangen wollt, achtet auf eure Inhalte und eigentlich viel wichtiger. Klar, Tonqualität muss stimmen, sollte kein verwackeltes Handybild sein. Und auch die Kamera muss nicht immer geführt werden. Manchmal reicht es, wenn ihr das Ganze auf ein Stativ draufstellt und gut ist. Aber man könnte die Kamera führen, ne Alex? Man könnte zum Beispiel mal gucken, ob man den Schnee draußen sieht. Ich glaube aber eher nicht, ne? Kann man Gemüsezwiebeln vorziehen, Sascha? Ja, auf jeden Fall. Und da sollte man auch langsam mit anfangen. Je dicker, desto früher, weil die brauchen auch eine ganze Menge. Wobei ich halte mich da auch nicht, ich fange da auch nicht im Januar mit an. Gemüsezwiebeln, das ist bei mir so ein Februar, Mitte Februar Vorzugsdingen. Ich brauche auch ganz ehrlich, ich brauche keine 3 Kilo Zwiebeln. Wer soll das essen? Ich habe lieber so normale Gemüsezwiebelgröße, 800 Gramm, 1 Kilo. Aber habe ich in einem Video schon mal gesagt, zusammen mit dem Marcel, der hat den Vorschlag gemacht, wir haben dieses Jahr das Motto Riesengemüse, was in der Gartenoase angebaut wird. Und da geht es jetzt nicht so wie so ein Wettbewerb drum, wer baut den größten Kürbis an, sondern einfach mal versuchen, aus normalem Saatgut oder speziellen Sorten einfach mal Gemüse und Kohlkorb groß zu ziehen, was größer ist und so besser die Bedürfnisse einer Pflanze kennenzulernen. Und ich denke, auch wenn man es nicht selber nachmacht, da kann man dann eine ganze Menge draus lernen. Und Marcel hat da schon einige Ideen und auch sportlichen Ehrgeiz, dann so einen 5 Kilo Kohlkopf zu ernten. Sascha, hast du auch Lieblingsblumen, die in deinem Garten nicht fehlen dürfen? Ja, das ist der Aland. Müsst ihr meine älteren Videos schauen oder googelt es mal. Ist eine super schöne Pflanze, wird riesengroß und man kann wohl auch das Rhizom essen. Ich fand es bis jetzt aber zu schade. Und ich habe schon eine Androhung bekommen, dass es von der Nadja, der Eiffeltomate, dass ich ganz viele vorgezogene Jungpflanzen, Blumenpflanzen von ihr dieses Jahr kriege, weil sie der Meinung war, da ist noch ganz viel Luft nach oben und da passen noch sehr viele Blumen rein. Was ich halt immer habe, blühender Borretsch, ne? Borretsch Buchago, ne? Denk mal drüber nach. Finde ich auch sehr schön, vor allen Dingen mit Ringelblumen so ein bisschen in der Kombination. Ne? Borretsch ist der lateinische Name, ist halt Buchago, so haben wir damals unseren Namen da gefunden. Sascha, machst du jetzt öfter Livestreams? Weiß ich noch nicht. Das hängt von euch ab, wie ihr sowas findet. Will natürlich super gerne demnächst irgendwann mal einen mit Marcel machen. Ich muss da noch ein bisschen an der Sendetechnik feilen, auch dass ich das zur Not alleine, die Technik bedienen kann, gleichzeitig die Fragen lesen. Aber ja, why not, ne? Grüße an den Kameramann. Traut er sich auch vor die Kamera? Er will nicht, nein. Wir hatten ja schon mal bei Ralf einen Livestream. Ich glaube, da habe ich noch gar nicht selber Videos gemacht. Da war Marcel und Ralf und ich saßen da in der Wohnung. Die stand da gerade leer bei uns im Haus. Und das war auch recht lustig. Wie findet ihr das denn mit Livestreams? Einfach so machen oder besser 1-2 Wochen vorher ankündigen? Ich weiß, da gibt es die Funktion, da seht ihr schon dieses Video, das Thumbnail von dem Livestream, da kann man sich eine Erinnerung einrichten. Aber ich hatte gestern mit Felix Hobbygarten, mal gesprochen und er meinte, er hatte das mal versucht und
Das hat ja dann nicht funktioniert. Er ist dann einfach nicht live gegangen. Wir verwenden ja noch eine zweite Software, die dann die Daten an YouTube rüberschaufelt. Da muss ich mich mal ein bisschen näher mit beschäftigen, weil eigentlich finde ich es schöner, wenn man es ankündigt. Dann kann man sich so ein bisschen drauf einstellen. Einige haben ja wirklich Lust darauf. Und wenn dann irgendwas anderes ansteht, ist das natürlich dann doof. Und ich hoffe, ich kann mir den ganzen Chat nachher mal durchlesen. Ankündigen auf jeden Fall immer auf Instagram, Facebook, wobei ich bei Facebook eigentlich sehr, sehr wenig mache. Ist nicht so meine Lieblingsplattform und tut mir auch immer wahnsinnig leid. Ich werde irgendwie nicht von Facebook benachrichtigt, wenn da irgendeine Private Message kommt mit irgendeiner Frage. Das lese ich dann manchmal im Herbst, irgendeine Frage aus dem Sommer. Wenn ihr eine Frage habt, und ich kann auch wirklich nicht alle beantworten, auch was an E-Mails kommt, es ist inzwischen schon eine ganze Menge. Aber ich versuche es zumindest. Oder bei Instagram eine Private Message schicken. Seid dann aber auch bitte nicht böse oder werdet ungeduldig, wenn ich das dann nicht beantworte. Hat nichts mit Arroganz zu tun, sondern einfach was mit Zeit. Und Zeit ist gerade ein bisschen kostbar. Facebook ist irgendwie auch nicht mehr so beliebt wie Instagram. Ja, Instagram ist irgendwie netter, finde ich. Keine Ahnung, auch von den Kommentaren her. Schreib irgendwas in eine Facebook-Gruppe, was irgendwelchen nicht gefällt und du wirst zerrissen. Und bei Instagram, ja, okay, passiert nichts. Übrigens bin ich heute total tiefenentspannt, weil normalerweise sieht mein Samstagabend so aus. Ich würde jetzt eigentlich noch so bis 11 Uhr chillen und dann würde ich in mein Büro gehen und mein Video für Sonntag schneiden, was ich meistens dann auch an dem Samstag aufgenommen habe. Aber vorausschauend, ich habe das Video gestern schon gemacht und schon hochgeladen und da muss ich gar nichts mehr machen. Kommt morgen um 7 Uhr und es geht darum, ihr wollt einen Gemüsegarten anlegen, aber die Böden sind schlecht, zu steinig, zu sandig, zu lehmig. Und da rede ich einfach mal über ein paar Methoden, wie ihr eure Böden verbessern könnt. Und schon mal vorweg, ist nichts, was so von heute auf morgen geht. Braucht Zeit, aber man kriegt eigentlich in Deutschland jeden Boden verbessert. Linus, was hast du denn da für Böden in deiner Region? Also ich habe eigentlich Glück, ich habe einen ziemlich lehmigen Boden, vielleicht auch so ein bisschen ins Tonige rein. Der ist erstmal sperrig, um damit anzufangen, aber lehmig hat halt den Vorteil, dass er Feuchtigkeit hält, dass er Struktur behält, also die Pflanzen können stabil wurzeln und die Nährstoffe bleiben auch drin und waschen nicht so schnell aus. Ich habe meine Gärtnereifläche. Die habe ich auf einer Wiese, eigentlich vorherige Wiese, angelegt. Und da haben alle gesagt, das dauert Jahre, bis du da einen halbwegs guten Boden hast, mit dem du arbeiten kannst. Aber ich habe da gleich vor dem ersten Jahr als Vorbereitung habe ich viel organisches Material draufgegeben, Rindenhumus, ganz, ganz groben, unfertigen Kompost, Grünschnittkompost und habe Gründüngung ausgesät, die tief gewurzelt ist. Habe die umgemacht und eingearbeitet. Also viel solche Maßnahmen, also viel organisches Material in den Boden. Und der ist jetzt richtig super. Der war nach 2 Jahren schon ganz, ganz fantastisch. Also Grundsätzlich Boden halt wenig stören, Boden in Ruhe lassen. Genau. Und vernünftig versorgen und ernähren. Aber was ich jetzt auch schon gemacht habe auf meiner ganz neuen Fläche, es spricht überhaupt nichts dagegen. Initial einmal kräftig umzugraben, wenn der Boden sehr fest ist. Du? Ruhig 2 Spalten tief umgraben oder auch mal flügen, auch mal fräsen, aber höchstens initial, wirklich am Anfang, um den Boden einmal bearbeitet. Ja, pass auf, das erzähle ich morgen alles im Video. Jetzt nimm da noch nicht mal alles vorweg. Das war die Kurzfassung. Dann noch eine Frage, da ging es, das wird morgen auch ein bisschen behandelt, wie ich darüber denke, über dieses No-Dig nach Charles Doding. Ja, ist eine tolle Sache, aber das, was er auch gerade gesagt hat, man darf am Anfang auf jeden Fall den Boden bearbeiten und richtig mal 2 Spaten tief, wie er gesagt hat. Mehr dazu morgen in dem Video. Allgemein von diesen Trends, ich weiß es nicht so.
Boden nicht wenden ist super, aber jetzt lasst euch das bitte nicht so verkaufen, so von wegen, ihr macht jetzt einmal irgendwas und habt dann nie wieder Arbeit im Garten. Nie wieder Unkraut, nie wieder das. Das funktioniert nicht. Das ist so ein bisschen Wunschdenken. Da versucht man auch teilweise Leute mit anzutriggern, um ein Buch zu verkaufen. Jetzt, ich spreche jetzt aber nicht von Charles Doling, sondern von anderen Leuten. So Garten, in dem man vielleicht nur eine halbe Stunde in der Woche arbeitet und dann gar nichts mehr machen muss und dann nur noch reiche Ernten einfahren kann, halte ich für Quatsch. Ganz ehrlich, sonst würden alle Gärtnereien das auch machen, wären sie ja blöd, wenn sie die ganze Arbeit da reinstecken würden. Und Arbeit ist Gärtner nun mal, aber es ist schöne Arbeit, es ist entspannend und ich freue mich jetzt schon wieder darauf. Man kann ja generell sagen, wenn sich also auch beim Thema Garten, wenn sich irgendwas nach Marketing bla bla anhört, wie du sagst, mit so kannst du dich selbst versorgen in 2 Stunden in der Woche, so musst du nie wieder gießen, so musst du nie wieder Unkraut jäten, bla bla bla. Wenn sich sowas wie Marketing bla anhört, dann ist es Marketing bla. Ja. Ja, weil es gibt sicherlich Sachen, die funktionieren und es gibt Sachen, die können dir die Arbeit ein bisschen erleichtern. Aber es gibt auch da nicht die Mega-Offenbarung. Also wenn euch das jemand verkaufen will, will er euch höchstwahrscheinlich was verkaufen. Gut, und in diesem Sinne, wir haben 9 Uhr. Pünktlich machen wir heute Schluss. Vielen Dank an dich, lieber Linus. Vielen Dank an die Mods im Chat. An all die Zuschauerinnen und Zuschauer. Ihr seid die Besten. An den Alex. Und hat mir auch jetzt viel Spaß gemacht. War sehr viel Stress. Und gestern habe ich mich ein paar Mal erwischt, wie ich mich selber verflucht habe. Und habe gesagt, ach komm, warum tust du das jetzt auch noch an? Aber jetzt so langsam, der Druck fällt etwas ab. Und es hat mir echt Spaß gemacht mit euch. Ich hoffe, wir können das demnächst nochmal wiederholen. Ich wünsche euch ein super Wochenende. Vielleicht habt ihr ein bisschen Spaß mit dem Schnee, falls ihr Schnee draußen habt. Und dann, ja, wir sehen uns dann vielleicht morgen früh bei dem Video. Und dann, wie ich immer sage, hoffentlich bis zum nächsten Mal. Macht's gut und ciao.